Also ich möchte mich ganz herzlich für die Einladung bedanken. Ich möchte mich noch herzlicher dafür bedanken, dass Sie alle hier sind, obwohl es in Frankfurt so viele rivalisierende Kulturangebote gibt. Sie müssen wirklich an Politik interessiert sein. Umso größer ist natürlich für mich die Herausforderung, Ihnen etwas Neues zu präsentieren. Sie haben mein Input-Statement mit dem Titel Parteien in der Netzwerkgesellschaft hinter sich. Und wofür ich heute plädieren will, ist, Repräsentation und Parteien nicht isoliert zu betrachten, sondern im Rahmen einer integrierteren Betrachtung eines, in welche Richtung können wir eigentlich unsere Demokratie denken und welche neuen Formen von Repräsentation müsste man dabei reflektieren. Gut, kommen wir zum Ersten. Ich habe eine Professur für Ideengeschichte, da liegt es immer nahe, so ein bisschen in die Vergangenheit zurückzugehen. Und es gibt im deutschen Vormärz eine Diskussion, die alle Parteien aus der heutigen Perspektive glücklich machen würde, weil so viel Positives über Parteien gesagt wird. Und Sie finden hier aus dieser Diskussion im deutschen Vormärz eine Kritik, die lautet, der Dichter steht auf einer höheren Warte als auf der Zinne der Partei. Mit anderen Worten, diejenigen, die also wirklich eine kulturelle, intellektuelle Durchdringung von Problemen haben wollen, die dürfen nicht parteiisch sein, sondern müssen von einer höheren, von einer unparteilichen Warte auf die Dinge, auf die politischen Fragen schauen. Gegen diese Position gibt es ein sehr schönes, sehr pointiertes Traktat und das wäre dann der Balsam auf die Seele all derjenigen, die heute in Parteien arbeiten, das Gefühl haben, sie werden ungerecht behandelt. Und diese Antwort lautet, Erhabenheit über die Parteien finden ist nichts weiter als der Schein, den die Unbestimmtheit für sich hat. Mit anderen Worten, die Unparteilichkeit stellt keine Lösung für Probleme dar, sondern sie ist Teil der Lösung. Ich glaube, dass wir es hier mit durchaus einer Analogie und einer Parallelität zur aktuellen Diskussion zu tun haben, vor allem dahingehend, dass bestimmte Phänomene, die Sie alle kennen, ich nenne jetzt bloß mal ein paar, wie zum Beispiel die Tatsache, dass wir es immer häufiger mit einer Tina-Rhetorik zu tun haben, there is no alternative, Alternativlosigkeit, mit einer technokratischen, technizistischen Wende oder mit einer Politik der sozusagen Sachzwänge. Immer dort, wenn solche Argumente gebracht werden, haben wir es ja damit zu tun, dass man sich über die zweifelhafte Parteilichkeit stellt und einen quasi neutraleren, höheren Standpunkt einnimmt. Und ich glaube, dass bereits hier sehr schön angedacht ist, dass das Politische kaputt gehen wird, verloren geht, in dem Augenblick, in dem der Streit aus der Politik verschwindet, weil nur der Streit um unterschiedliche Positionen der Stoff der Politik ist. Vor dem Hintergrund stellt sich natürlich die Frage, wie ist es möglich, dass innerhalb von 200 und 180 Jahren ungefähr Parteien, die ursprünglich mal für ihr revolutionäres Potenzial, für ihre emanzipatorischen Hoffnungen gelobt wurden, auf einmal zu solchen Krisenreaktionen und Krisendiagnosen provozieren. Und es geht, glaube ich, tatsächlich im Kern um die Frage, die jetzt hier rot markiert ist, nämlich was heißt es und unter welchen Bedingungen können wir tatsächlich sinnvoll für etwas Partei ergreifen? Und Parteien ergreifen natürlich Partei. Und Sie finden hier auch ein Zitat aus unserem Grundgesetz, in dem der Auftrag der Parteien in der Mitwirkung in der Willensbildung Artikel 21 Grundgesetz besteht, kursiv gesetzt Mitwirkung. Meine These, und ich sollte ja provozieren, wie eingangs gesagt wird, lautet jedoch, Parteien genießen keinen Artenschutz. Keinen Artenschutz in dem Sinne, als dass ich der festen Überzeugung bin, dass Parteien natürlich historisch gewachsene Gebilde sind, die auf spezifisch, ich meine das nicht Parteifamilien, sondern Parteien als Idee der Vermittlung zwischen sozusagen der Bevölkerung, ihren Wünschen und der Umsetzung in Politik, sondern dass Parteien insgesamt auf spezifische Probleme reagieren und wenn diese Probleme sich verändert haben, wenn es alternative Lösungsmöglichkeiten für diese Probleme gibt, dann stellt sich natürlich auch die Frage, inwieweit Parteien heute noch die adäquate Form oder die dominante Form der Lösung dieser Probleme darstellen. Der erste Punkt, die Erfindung der Repräsentation, die Vorstellung, dass Demokratien Flächenstaaten sind, die man nicht anders als über repräsentative Institutionen
beherrschen, regieren kann und dass jede Repräsentation einer Demokratie der Machtkontrolle bedarf und Parteien können sie abwählen. Insofern verbindet sich die Idee der Machtkontrolle mit dem Instrument, mit dem es scheinbar nur auf dieser Ebene Sinn macht, in Flächenstaaten zu regieren, Parteien. Dahinter steht aber, hinter diesen beiden Punkten, etwas anderes, nämlich die Frage, wie können sich eigentlich Gesellschaften politisch selbst organisieren? Sie haben in dem kleinen Rekurs auf das Grundgesetz vorhin gehört, es geht um die Mitwirkung bei der Willensbildung. Und die These, die ich Ihnen gerne präsentieren würde, lautet, dass die Mitwirkung bei der Willensbildung vor allem daraus resultiert, dass sich in Abwesenheit von entsprechenden, heute würde man sagen, Massenmedien, Social Media, die Bevölkerung, die Zivilgesellschaft selber nicht hinreichend organisieren konnte, um jene Diskurse zu führen, die zur Selbststeuerung, autonomen Selbststeuerung der Gesellschaft geführt haben. Mit anderen Worten, von diesen unterschiedlichen Dimensionen von Parteien, hier vor allem Machtausübung, Machtkontrolle und Meinungsbildung, ist zumindest eine Dimension, nämlich jene der Selbstorganisation einer Gesellschaft, der Organisation einer Gesellschaft, die sich selber hinreichend nicht organisieren kann in Bezug auf die Meinungsbildung, das hat sich ein klein wenig verändert. Und darauf möchte ich auch die weitere Argumentation aufbauen, und zwar mit einem Stichwort, ob wir nicht Parteien globaler denken müssten im Kontext einer komplexen Demokratietheorie. Diese komplexe Demokratietheorie, und das ist jetzt mal sozusagen ein politischer Einwurf vorweg, kann meines Erachtens keinen Rekurs nehmen auf basisdemokratische, präsentistische Form politischer Präsentation im großen Stil. Zum einen nicht, weil, wie Schäfer und andere gezeigt haben, alle basisdemokratischen Formen einen hohen sozialen Bias haben und eine Exklusivität, die wir vor dem Hintergrund des Ideals der demokratischen Gleichheit eigentlich nicht in der Politik haben wollen. Und darüber hinaus auch vermutlich schwer skalierbar sind auf größere Höhen. Ich würde nie ein konservatives Argument liefern, dass man politische Fragen nicht sozusagen autonom auf lokaldemokratischer Ebene basisdemokratisch regeln kann. Ich glaube jedoch, dass die sozialen Selektionseffekte solche Ungleichheiten probieren in der Programmierung des politischen Prozesses, dass wir dorthin nicht zurückkehren können. Was bedeutet dann komplexe Demokratie und wo ist die Rolle der Parteien darin? Zunächst einmal müssen wir uns fragen, welche Kritik ist eigentlich die angemessene Ebene? Es gibt abstrakte Demokratiekritik, die man häufig im Kontext von Parteien hört. Das ist zum Beispiel Colin Crouch mit seiner Theorie, wir befinden uns in einer Postdemokratie und Parteien wären nichts anderes als Institutionen zur Stimmenmaximierung. Hier wäre es allerdings falsch, den schwarzen Peter bei den Parteien zu suchen, weil sie in einem Funktionssystem arbeiten, das letzten Endes durch den Neoliberalismus und durch eine andere Form der Idee des Politischen dominiert sind, sodass sie eigentlich quasi in das demokratische System, die sozusagen Defizite dessen, müssten kritisiert werden. Hier kann eine Parteienkritik also nicht ansetzen. Auch die Kritik von Armin, der sagt, wir leben nicht mehr in einer Parteiendemokratie, sondern einem Parteienstaat, könnte man unterschreiben, greift aber quasi vor dem Hintergrund von komplexen Veränderungen für die Zukunft zu kurz. Und das, wofür ich definitiv kein Experte bin, ist die unterste Ebene, nämlich sozusagen das Leben, das demokratische Leben innerhalb der Partei. All diese Ebenen verfehlen meines Erachtens das, worüber wir uns unterhalten müssen, wenn wir über die gesellschaftliche Rolle von Parteien in den nächsten 10 bis 20 Jahren sprechen sollten. Worüber wir uns verständigen müssen ist, was sind die gesellschaftlichen Entwicklungen, auf die Parteien reagieren müssen? Wie ist sozusagen das Verhältnis zwischen Problemlöser, Partei und grundlegendem Problem, auf das sie reagieren? Und hier habe ich Ihnen 3 Begriffe genannt, von denen ich glaube, dass sie zwar in der Diskussion sind, aber in ihrer Vernetztheit vielleicht nicht hinreichend zusammengedacht werden. Erstens. Es heißt in der Politikwissenschaft, Eulen nach Athen zu tragen, wenn man sagt, wir haben es von Government to Governance Strukturen zu tun. Mit anderen Worten, es wird weniger top-down von der Regierung in die Gesellschaft hinein regiert, sondern es sind ganz viele zivilgesellschaftliche Akteure, NGOs und ähnliches, die mitregieren, die man beim sozusagen Generieren von Policies braucht, und zwar in beide Richtungen.
von unten nach oben, um die Wünsche der Bürger ins politische System zu tragen, aber auch andersherum, um bestimmte Regelungen von oben nach unten überhaupt durchsetzen zu können. Und de facto haben wir es neben den Parteien ja inzwischen schon mit einer ganzen Reihe von zivilgesellschaftlichen Akteuren zu tun, die prominent in diesem Business unterwegs sind. NGOs, Bürgervereinigungen und so weiter und so fort. Das heißt, hier haben wir es sowieso schon mit einem Konkurrenzverhältnis zu tun. Dieses Konkurrenzverhältnis, das in dieser Governance-Idee steckt, wird durch die Idee der Netzwerkgesellschaft natürlich nochmal viel stärker betont. Und diese Netzwerkgesellschaft geht bei mir Hand in Hand, argumentativ, mit dieser Idee des Digital Turns. Heutige Gesellschaften sind in einer Art und Weise selbst organisationsfähig. Das ist ausgesprochen schwierig ist zu sagen, wir brauchen autoritative Instanzen, die sozusagen Organisationsaufgaben übernehmen in der Generierung von politischen Willensbildungsprozessen. Ich sage nicht, dass Parteien hierfür überflüssig sind. Ich sage bloß, dass man, wenn man irgendwie so eine Bühnenmetapher nehmen will, dass der große Scheinwerfer so ein bisschen heruntergedimmt werden sollte, damit die anderen Akteure, die schon längst auf der Bühne stehen und die diese Aufgaben auch übernehmen, stärker in den Vordergrund kommen. Das heißt, wenn wir über Parteien, die Zukunft der Parteien sprechen, brauchen wir im gleichen Maße so etwas Ähnliches wie ein, ich sage mal, Governance-Kodex, eine Idee, wie man zivilgesellschaftliche Akteure und deren sozusagen Beteiligung in demokratischen Verfahren einer gewissen Verrechtlichung unterziehen kann, damit auch diese Akteure nicht komplett frei flottieren, sondern einen Teil dessen bekommen, was Parteien immer hatten, nämlich Verantwortung und Zurechenbarkeit, was nämlich bei anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren nicht der Fall ist. So sehr ich Greenpeace oder andere Gruppen auch mag und sie mir normativ nahestehen, ich kann sie nicht abwählen und ich kann nicht behaupten, sie sprechen nicht in meinem Namen. Diese sozusagen Verantwortungsattribution und auch das Entziehen von Verantwortung könnte durch einen Governance-Kodex, der erarbeitet werden muss, durchaus Realität werden. Und hier sehe ich ein neues Feld des Verhältnisses von Parteien neben netzwerklich aufgebauten zivilgesellschaftlichen Akteuren, die tatsächlich sozusagen ko-kreativ an der Meinungs- und Willensbildung teilhaben. Wenn man von quasi ko-kreativen Prozessen spricht, dann hat es natürlich auch damit zu tun, dass ein weiteres zentrales Ideal, das mit Parteien gedacht wird, unter Nachfrage gestellt wird, nämlich Repräsentation. Wir haben uns mit der Idee der Partei in den letzten Jahrzehnten, der Volkspartei, daran gewöhnt, dass zum einen politische Interessen vertreten werden, aber auch Gemeinwohlinteressen. Das Besondere an Parteien ist ja im Vergleich zu anderen Single-Issue-Gruppen, dass sie für sich reklamieren können, so etwas Ähnliches wie das gemeinsame Gute, mehr oder weniger, für die gesamte Gesellschaft darstellen zu können. Auf der anderen Seite wird Parteien in den letzten Jahren ja immer stärker genau diese sozusagen Repräsentativität, die Gemeinwohlorientierung abgesprochen. Es gibt außerdem auch eine sehr intensive Diskussion darüber, ob wir Repräsentation neu denken müssen. Ob zum Beispiel Frage Hispanics in den USA nur durch Hispanics repräsentierbar sind. Ob die Interessen von Frauen nur durch Frauen repräsentierbar sind. Also sozusagen so eine Rückkehr zu einer gewissen, ich nenne es mal Body Politics, so eine Identitätsrepräsentation. Und wenn das stimmt, wenn sozusagen die Entwicklung dorthin geht, dass man repräsentative Ansprüche viel weniger quasi allgemein formuliert, sondern viel kleinteiliger, ja? Rentner werden vielleicht von Rentnern, Frauen von Frauen, solche Forderungen gibt es. Ob die sinnvoll sind oder nicht, sei dahingestellt. Wenn also Repräsentation anders gedacht werden muss, dann muss auch die zentrale Idee der Repräsentation durch Parteien neu gedacht werden. Und hier scheint mir quasi die Grundlage eines anderen demokratischen Denkens zu liegen, in dem halt nicht Interessen Basis der Repräsentation werden, sondern andere, zum Beispiel identitäre Merkmale der Bevölkerung, die auf einmal repräsentiert werden. Und vielleicht geht es ja auch darum, ich hatte vorhin NGOs und andere zivilgesellschaftliche Akteure genannt, vielleicht geht es ja auch darum, dass man jenen Akteuren, die sie nicht wählen können, NGOs und Ähnliches, die trotzdem Politik für uns Bürger machen, so etwas Ähnliches zusteht wie der Anspruch für uns als Repräsentanten aktiv zu sein,
Aber, und das nennt man dann einen Representative Claim, einen Anspruch auf Repräsentation herzustellen, den wir aber zurückweisen können. Vielleicht könnte man sich vorstellen, dass es so etwas Ähnliches gibt wie eine, ich fantasiere mal ein bisschen, aber ich finde es schön, eine demokratische zweite Kammer, die nicht durch Parteien, sondern durch zivilgesellschaftliche Assoziationen bestückt ist, um den Gap zwischen Parteien und zivilgesellschaftlichen Assoziationen im institutionellen System zu verengen. Dazu vielleicht später mehr. Und wenn es um Repräsentation geht, dann geht es natürlich auch immer um Liquid Democracy. Liquid Democracy ist durch den Einsatz bei den Piraten, aber auch durch einen mitunter nicht ganz glücklichen Einsatz bei den Grünen, nicht mehr theoretisch so en vogue, wie es mal war. Und ich glaube, dass Liquid Democracy nur bedingt geeignet ist, um parteiinterne Kommunikationen zu stärken. Sondern ich glaube, dass Liquid Democracy als eine Mischung zwischen sozusagen einem Repräsentationsprinzip, dort wo die Bürger ihre Kompetenz delegieren wollen, und dem Anrecht in konkreten Sachfragen immer auch wieder quasi basisdemokratisch tätig sein zu können, dass diese Liquid Democracy auf Entscheidungsebene, also auf Ebene sozusagen von repräsentativen Ebenen auf Bund oder Länder, ja, dass man hier Liquid Democracy mit berücksichtigen sollte bei der Frage, wie Repräsentation und die Aufgabe von Parteien im repräsentativen System neu zu denken ist. Und schließlich, und das wäre der letzte kleine Input, wir haben es mit meines Erachtens starken Konvergenzbewegungen zu tun, durch diesen Governance-Netzwerk-Bewegung innerhalb der letzten Jahre. Konvergenzbewegungen, die dazu führen, dass es einen Bereich gibt, ich nenne ihn mal sozusagen den Bereich der Intermediäre, die versuchen, mit unterschiedlichen Reichweiten zwischen der Gesellschaft, den Bürgern und dem politischen System zu vermitteln und in denen Akteure ähnliche Funktionen aufnehmen, die aber unterschiedlich gut verrechtlicht sind. Parteien als sozusagen die verrechtlichsten dieser institutionellen Akteure, NGOs, die weniger verrechtlicht sind, aber sozusagen immer stärker Ansprechpartner werden in Governance-Strukturen, andere Intermediäre, die irgendwie Politik machen, in den USA würde man sagen Lobbygruppen, bei uns könnte man sie Intermediäre nennen. Und diese Pluralität von quasi repräsentativen Institutionen kann meines Erachtens einer pluralistischen Gesellschaft kaum mehr zurückgedreht werden. Es ist unserem pluralistischen, demokratischen Wesen inhärent, dass wir gesellschaftlich heterogener werden. Wir sollten uns vor diesem Hintergrund, deshalb vorhin mein Werben für einen Governance-Kodex, überlegen, ob wir und in welcher Form wir diesen unterschiedlichen Gruppen festere Rollen geben, sodass man Verantwortung attribuieren kann, sie damit quasi parteinah machen, aber vielleicht gleichzeitig nicht so sehr verstetigen muss, dass sie Strukturen aufweisen und ausbilden müssen, die so dauerhaft sind, dass sie verkrusten können. Deshalb auch die Idee einer sozusagen vielleicht NGO-zweiten Kammer, in der quasi eine etwas stärker an spontaneren, fluideren Bürgerbewegungen hängenden zivilgesellschaftlichen Assoziationswesen, das korrigiert, unterstützt, kommentiert, was in einer ersten Kammer auch von Parteien gedacht, getan, erarbeitet wird. Zusammengefasst, ich bin nicht mehr so provokativ, wie ich ursprünglich sein wollte. Ich gehe davon aus, dass Parteien auf mittelfristige Zeit in ihrer Funktion als sozusagen verantwortliche und vor allem auch abwehrbare Akteure schlecht ersetzbar sind, dass aber ihre Funktion runtergedimmt werden muss, weil die Aufgaben, die sie übernommen haben in der Organisation von Willensbildung, inzwischen von anderen, von gesellschaftlichen Akteuren, von der Zivilgesellschaft selber übernommen werden kann. Viel pluralistischer, viel schneller, viel ungefilterter, viel transparenter. Und gleichzeitig es gesellschaftliche Akteure gibt, die quasi in Konkurrenz zu Parteien treten, NGOs, andere Intermediäre. Und deren Rolle muss aufgeblendet werden, aber gleichzeitig muss auch deren sozusagen demokratische Verantwortlichkeit stärker verrechtlicht werden, damit wir als Bürger nicht nur bei den normativ angenehmen, sozusagen, ich unterstelle mal, dass wir alle hier irgendwie links und liberal und sowas sind, ja,
die meisten, bei den uns angenehmen zivilgesellschaftlichen Assoziationen Ja sagen, sondern sozusagen auch die Möglichkeit haben, jene anderen Kräfte, die wir vielleicht aus ideologischen Gründen nicht gut finden oder aus sonderen, dass wir auch dort die Möglichkeit haben, quasi so, sagen wir mal, so Leitplanken einzubringen. Das ist mein Input für den heutigen Abend und ich hoffe, dass Sie zumindest einen Teil davon soweit interessant finden, dass wir nachher darüber diskutieren können. Danke. So, und es ist jetzt meine Aufgabe, noch ein Video einzuspielen, bei dem ich hoffe, dass ich es sofort finde. Chaka. Als nächste Referentin haben wir Merle Stöber. Merle, du kannst auch ruhig schon vorkommen. Und genau, da deinen Vortrag anklicken. Merle ist unsere jüngste Referentin von all diesen jungen Leuten hier. Sie ist gerade mal 20 Jahre alt, studiert soziale Arbeit in Berlin und war in Schleswig-Holstein im Juso-Vorstand aktiv, ist jetzt in Berlin aktiv in der AG. Welche Arbeitsgemeinschaft? Geschlechterverhältnisse und macht auch Vortragsreisen in dieser Funktion auch in ganz Deutschland, also ist in der Juso, bei den Jusos stark aktiv und wird uns jetzt über ihre Erfahrungen, ihre bisherige Parteiarbeit einen Einblick geben, bitte. Alles klar. Genau, ich will reden über den Idealismus, mit dem ich in die SPD eingetreten bin und über diese verstaubten Strukturen, auf die ich da getroffen bin. Ich habe mir überlegt, wie man damit am besten anfängt und ich glaube, es fängt da an, wo ich in die SPD eingetreten bin. Ich habe meine erste E-Mail rausgesucht, die ich meinem Juso-Vorsitzenden damals geschrieben habe und aus der werde ich gleich einmal kurz zitieren. Wir waren heute mit unserer Klasse im Landtag zu Besuch und da habe ich zum ersten Mal von den Jusos gehört. Ich habe richtig Lust, bei euch mitzumachen. Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität sind für mich das Wichtigste und ich möchte mich in der SPD einbringen. Ich würde mich sogar als Sozialistin bezeichnen. Kann ich einfach mal vorbeikommen, mir das angucken? Ich war damals 14. Ich hatte richtig Bock. Ich hatte Bock, da Leute zu treffen, die so denken wie ich. Ich hatte Bock, 100% zu geben und ich wollte irgendwie die Welt verändern. Also ich dachte, so, das ist es jetzt. Wir machen jetzt Revolution. In der Partei angekommen, habe ich mich ziemlich willkommen gefühlt. Die Leute waren alle sehr nett zu mir. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich was ganz Besonderes. Ich kam in meinem Ortsverein an, da saßen sehr viele alte Männer, die mir alle gesagt haben, krass, cool, dass du dabei bist, wir freuen uns. Da war auch immer so eine gesunde Portion Paternalismus dabei. Ein Genosse, ein alter Mann, stellte sich vor mir, kniff mir in die Backe und sagte, du bist noch so klein und schon so schlau. So, es war immer dieses Gefühl, endlich sind junge Leute da. Dann auch noch eine Frau, junge Frauen sind in der SPD was ganz Besonderes und natürlich hebt man sie auch sofort in ein Amt. Natürlich keine Verantwortung, wir können den jungen Leuten ja nicht was Verantwortungsvolles geben, werden mal Kassiererin im Ortsverein oder Schriftführerin. Deshalb meine erste These. Ich glaube, wenn wir jungen Menschen mehr Verantwortung in Parteien geben, tatsächliche Verantwortung, dann begeistern wir auch andere junge Menschen. Und ich glaube, dass auch Menschen mit Migrationshintergrund sehr viel mehr Raum in Parteien brauchen und zeigen müssen, dass sie in der ersten Reihe stehen, damit diese Parteien auch wieder Vertrauen bekommen. Zurück zur SPD. Der Alltag in der Volkspartei, sogenannten Volkspartei, kam ziemlich schnell auf mich zu. Der besteht aus dunklen Hinterzimmern, aus alten weißen Männern, die mir erzählen, wie Politik funktioniert und aus Männern, die wiederholen, was andere Männer mal gesagt haben und damit dann Karriere machen wollen. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass die Weltrevolution nicht auf dem kleinen Parteitag der SPD Itzehoe anfängt, dass Hundekot auf grünen Flächen zwar ein super Thema ist, aber auch da die Weltrevolution nicht beginnt und dass das SPD-Sommerfest schön und gut ist, aber wir bewegen da nicht wirklich viel. Und nicht viele Menschen oder nicht viele junge Menschen machen auch da noch weiter. Ich habe sofort das Gefühl bekommen, dass wenn man neue Themen einbringen möchte, man in der SPD scheitert. Das ging bei mir vor anderthalb Jahren los, beim Aufschrei. Ich habe über Sexismus in der Partei gesprochen
und habe schnell gemerkt, dass ich auf komplettes Unverständnis treffe. Ich bin auf Unverständnis getroffen, wenn ich über Sexismus gesprochen habe und wenn ich ihn in der Partei angeprangert habe. Deshalb die zweite These. Ich glaube, dass Parteien alternativen Konzepten sehr viel mehr Raum geben müssen und dass sie sich viel, viel öfter zutrauen müssen, auch neue Dinge auszuprobieren. Das betrifft sowohl neue Themen als auch zum Beispiel alternative Sitzungskonzepte, dass nicht ständig dieser Parteitag da ist, wo ein alter Mann vorne steht und zu den anderen alten Männern spricht. Ich habe gemerkt, in der SPD wird man was, wenn man sich fügt, wenn man immer da ist, wo Leute einen haben wollen, wenn man nicht widerspricht und wenn man keine neuen Themen einbringt. Und ich glaube, man scheitert, sobald man Hierarchien anspricht. Man scheitert, denn es gibt einen Ort, der einem zugewiesen wird. Man weiß, wo man hingehört. Alte Männer sagen mir, wo ich hingehöre, wo mein Platz ist. Und ja, auch als Frau kann man Erfolg in einer Partei haben, solange man das Patriarchat nicht in Frage stellt. Sobald man aber diesen Platz hier, den ich mir hier ausgesucht habe, sobald man den verlässt, trifft man auf die ganze Palette an gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Man trifft auf Sexismus, man trifft auf Rassismus und auf Sätze, die anfangen mit, ja, aber du als Frau und ja, ich weiß nicht, es ist doch so, dass Frauen, Punkt, 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 und das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Und ich hatte immer das Gefühl, dass gerade in der SPD, aber es trifft auch auf viele andere Parteien zu, dass dieses Parteibuch, das besagt, dass man Sozialdemokratin ist, einen dann von sämtlicher Menschenfeindlichkeit, von sämtlicher Diskriminierung freispricht. Man kann sagen, ja, ja, ich bin kein Rassist, aber schließlich bin ich ja in der SPD, ich kann gar kein Rassist sein. Und dann wird auch nochmal Otto Welz zum Beispiel rausgeholt. Die dritte These. Ich glaube, dass Machtverhältnisse in Parteien sehr, sehr oft über Diskriminierung funktionieren. Menschen werden von Macht abgehalten, indem sie an natürlichen oder vermeintlich natürlichen Grenzen scheitern. Zum Beispiel du als Frau. Deshalb scheitert man auch, wenn man Sexismus in der Partei anspricht. Und gerade wenn man diese Harmonie stört, diese Harmonie, über die Parteien funktionieren. Ich glaube, dass in Parteien oft Idealismus und Selbstkritik auf der einen Seite auf sehr festgefahrene Strukturen treffen und dass es genau an der Stelle dann auch scheitert. Ich glaube, Parteien sind auch nur ein Abbild der Gesellschaft. Dementsprechend gibt es dort eben diese Menschenfeindlichkeiten, aber Menschen in der SPD können sich natürlich über ihr Parteibuch von diesen Diskriminierungen freisprechen, weil sie ja Sozialdemokratinnen sind. Und genau aus diesem Grund braucht man dann auch keine Regelungen, weil wir brauchen ja keine Quote, wir sind doch Sozialdemokratinnen, wir sind doch progressiv und ich als aufgeklärter Mensch brauche doch keine Regelungen. Und ich glaube, dass gerade deshalb die Partei auch so viel, also gerade die SPD so viel über Quoten spricht und es nicht immer einfach umsetzt. Und daher meine letzte und ich finde auch wichtigste These: Parteien können wirklich nur glaubhaft sein, wenn sie das, was sie fordern, auch innen umsetzen, wenn der Umgang innerhalb der Partei auch dem entspricht, was sie für die Gesellschaft wollen. Das betrifft sexistische Strukturen, rassistische Strukturen oder auch Klassismus. Ich sehe meinen Platz immer noch in der Revolution, ich sehe mich auch irgendwie in der Weltrevolution. Nur dass meine Weltrevolution mittlerweile über Statutenkämpfe in der SPD und in meinem Ortsverein stattfindet und ich da noch mehr Solidarität innerhalb der Partei gebrauchen kann, die manchmal fehlt. Und damit ende ich erstmal. Vielen Dank. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie auch ganz herzlich. Mein Name ist Pitt von Bebenburg von der Frankfurter Rundschau. Ich habe das Vergnügen, Sie mit diesen Gästen hier heute Abend durch den Abend zu führen. Und eigentlich ist ja schon wirklich sehr vieles gesagt. Vielen Dank für den Impuls, Professor Schaal, und natürlich auch an die Kollegin aus der SPD, die für uns als teilnehmende Beobachterin eines ethnologischen Experiments dort teilgenommen zu haben scheint. Denn es ist ja doch eine verdammt ferne Welt, die dort beschrieben wird, und man fragt sich, ist das so? Sind die Parteien so? Ist das unser repräsentatives System? Ist das, wie es funktioniert?
sind das die Probleme, über die wir reden. Ich freue mich, dass wir jede Menge Sachverstand hier heute Abend auf dem Podium haben und deswegen möchte ich Ihnen erst kurz vorstellen, die Gäste, die wir, mit denen Sie nachher diskutieren können, nachdem Sie unter sich diskutiert haben. Professor Gary Schaal haben Sie kennengelernt, er ist Politikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr. Sie trägt den Namen Helmut-Schmidt-Universität, seit 2007, eigentlich gebürtiger Berliner. Aus München, aus dem anderen Ende der Republik angereist, ist die Dame neben ihm. Sie hat über Parteien sogar ihre Dissertation geschrieben und ist im Moment in der Habilitation beschäftigt sich aber mit vielen Aspekten des politischen Lebens, unter anderem auch mit der Frage, warum und mit welchem Hintersinn Politiker twittern. Ganz herzlich willkommen, Frau Dr. Jasmin Siri. Ja, gerne. Und hier auf dieser Seite ist sozusagen die Abteilung Heimspiel. Soziologin, Soziologieprofessorin und Dekanin des berühmten Fachbereichs 3 der Frankfurter Goethe-Universität. Herzlich willkommen, Frau Professor Sigrid Rostdeutsche. Und wenn jetzt schon alle böse darüber reden dürfen, was Parteien so für einen Unfug machen, müssen wir ja auch einen Vertreter der Parteien hier haben, der erklärt, dass es alles ganz anders ist oder zumindest besser wird. Für diese Rolle, nachdem Michael Kellner absagen musste, steht jetzt zur Verfügung von den Frankfurter Grünen, ehemals Vorstandsmitglied 4 Jahre lang, zeitweise auch Landesvorstand in Hessen und jetzt Schatzmeister in der Frankfurter Partei, Bastian Bergerhoff. Herzlich willkommen. Es ist jetzt schon so ausgiebig die Krise der Parteien auch eindrücklich beschrieben worden und von Professor Schaal ja auch sogar schon konkrete Lösungsvorschläge oder jedenfalls eine Richtung, in die man da denken kann, vorgetragen worden. Ich würde gerne erst noch mal einen Schritt zurückgehen und mal schauen, wie weit wir kommen, ob wir uns einig werden, worin eigentlich die Krise besteht, ob es eine Krise gibt und worin sie besteht. Jasmin Siri, als wir vorher gesprochen haben, beziehungsweise auch als ich geschaut habe, worum sich Ihre Dissertation dreht, Ihre Feststellung ist ja, dass die Krise der Parteien möglicherweise gar nichts Schlimmes ist, weil Krise immer dazugehört zum Parteiendasein. Wie ist denn das gemeint? Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Also erstmal vielen Dank für den Input. Das schließt jetzt auch ein bisschen an. Also Sie haben gezeigt sehr schön diese Zitate, also zur Frage, wollen wir Parteien, wie finden wir Parteien, wie finden wir parteiliche Organisierung? Und da hat man eben schon gesehen, dass es nichts Neues ist, von der Krise der Parteien zu sprechen. Und das ist mal das Erste. Also mit dem Moment der Gründung politischer Parteien in Deutschland gibt es einen Krisendiskurs. Und es ist auch schön, dass wir dieses SPD-Beispiel haben, weil beispielsweise der Sozialdemokrat Michels hat 1911, genau, hat er ein Buch geschrieben darüber, wie schlimm es ist in der SPD, da sind gar keine Arbeiter, da sind lauter Lehrer, und Max Weber hat das Ganze ergänzt darum, dass da lauter Beamte säßen, die gar nicht zum echten Leben verstünden und von dem, was in den Menschen draußen so vorgeht. Also daran sehen wir, dass diese Diagnose alt ist. Es gibt Parteien aber immer noch, auch wenn in den 90er Jahren einige SoziologInnen Soziologen geschrieben haben, die gibt es bald nicht mehr, aber sie sind irgendwie immer noch da. Also scheint es so zu sein, dass sie wichtig und funktional sind für die Organisierung der Politik. Und dann ist eben die Frage, welche Funktion sie denn besitzen. Es scheint nicht das Problem zu sein, dass sie sich nicht für Individuen interessieren. Also parteiliche Organisierung ist nicht sexy und sie ist auch nicht dafür da, sich darin zu verwirklichen, sondern hat scheinbar andere Funktionen. Sie haben es auch schon angedeutet. Der zweite Punkt aber ist, dass das Reden über die Krise paradoxerweise gerade dazu beiträgt, die Legitimation von Parteien zu erhalten. Wir sind sozusagen nicht mehr in der Agora, wo alle also idealtypisch miteinander diskutieren und habermasianisch gute Gründe gegeneinander abwägen und dann zu einem Ergebnis kommen, wobei es die auch nicht gegeben hat, weil das waren nämlich nur die Männer, die Frauen und die Sklaven durften da auch nicht mitreden in Griechenland, aber also sozusagen dieser Idealtypus der offenen Diskussion, den wir auch für direkte demokratische Verfahren ja immer so im Hinterkopf haben,
dieser Modus ist eben mit der parteilichen Organisation abgeschafft, weil da dürfen nicht alle mitmachen. Bei einer Partei darf man nur mitmachen oder meistens nur mitmachen, wenn man Mitglied ist. Und wenn man sich auch zum Beispiel wählen lässt in Funktionen, dann darf man sprechen für die Partei, sonst eher nicht. Und das führt eben dazu, das ist eine Kränkung des Idealismus, das hat Merle Stöver ja auch so ein bisschen gesagt, also man kommt da hin und dann ist der ganze Idealismus irgendwie gar nicht mehr so notwendig im Alltag der Partei und in der Realität der Organisation. Und diese Kränkungserfahrung lässt sich aber, und das ist eben die These meiner Dissertation gewesen, nicht anders bearbeiten als eben über so Krisendiskurse, die dann doch irgendwie wieder Legitimität da reinfüttern, weil das ja oft auch in Parteien oder von Menschen aus Parteien stattfindet, dass sie diese Kritik üben, dass diese Kritik auch sozusagen, dass die normative Ideale wieder eingespeist werden in die Partei, die aber eigentlich gar nicht sozusagen diese Ideale leben kann, weil sie eben Entscheidungsmaschinen sind, Maschinen sind, die Personal und Themen auswählen, aber eben nicht dafür da sind, sich um alle zu kümmern, sondern nur um einen Ausschnitt, sich eben sagen, wir sind die SozialdemokratInnen oder wir sind die Grüne Partei. Genau, und damit eben auch Leute ausschließen, die die Dinge anders sehen. So viel vielleicht erstmal. Ja, vielen Dank auch für dieses Stück historische Einordnung, das jetzt von Ihnen beiden auch kam. Das gibt einem ja nochmal ein ganz anderes Gefühl, dass man nicht gerade mal vom Weihnachtsmarkt hochgekommen ist, sondern dass wir uns hier gemeinsam in eine über 100-jährige Tradition der Parteienkrisendiskussion hineinstellen. Also etwas Großes und wer weiß, was wir daraus entwickeln zusammen, Frau Professor Rostdeutscher. Das Thema Social Bias, das hat Gary Schaal mit angesprochen, und zwar im Zusammenhang mit Alternativen zum Parteienwesen. Sie haben es aber in unserem Vorgespräch, das ja zum Teil auch schon in der Rundschau nachzulesen war, auch als Problem der Parteien und der repräsentativen Demokratie erkannt. Wie sieht das Problem aus und wohin könnten Lösungsmöglichkeiten bei dieser Thematik gehen? Feste drauf. Ich würde jetzt gerne ein bisschen ungehorsam sein und die Frage von hinten nach vorne so irgendwie beantworten, weil meiner Meinung nach ist ein Teil der Krise der Parteien eben ein Teil der Krise der Zivilgesellschaft. Von daher finde ich es, bin ich entschieden anderer Meinung als mein Kollege, dass man nicht einen Kranken mit einem noch kränkeren heilen kann und dann da irgendwas rauskommt, was die Demokratie weiterbringt. Weil jetzt gerade das Historische hier so en vogue ist, muss man sich an die Gründungszeiten der Parteien, gerade der sogenannten Volksparteien, zurückdenken, die aus der Arbeiterbewegung, aus dem Kulturkampf, aus der katholischen Bewegung heraus entstanden sind. Noch vor 20 Jahren waren Arbeitervereine, DJK, deutsche Sportvereine, es gab eine riesige zivilgesellschaftliche Kultur um die Parteien herum und so haben die Parteien die Menschen erreicht. Es gab nie, wenn wir heute über Mitgliederschwund reden, Parteien waren nie Massenorganisationen. Auch in ihren Höchstzeiten haben sie nur kleine Teile der Bevölkerung direkt als Mitglieder erreicht. Aber sie haben die Masse erreicht über diese sogenannten Vorfeldorganisationen. Die Kirchen mit ihren Vereinen, die Arbeiterbewegung, die Gewerkschaften, das war der zivilgesellschaftliche Fuß der Parteien. Und im gewissen Sinne waren es die Friedensbewegung, die Anti-AKW-Bewegung, die NGOs, dann später für die Grünen. Aber sagen Sie mir bitte, wo heute die Zivilgesellschaft lebt und brutzelt, dass man auch noch für sie eine zweite Kammer einrichten sollte. Im Gegenteil, unser Problem ist doch auch dort, bricht das Engagement ab, vielleicht sogar noch schneller, als es im Kontext der Parteien passiert. Und das, und jetzt versuche ich dann doch ein bisschen Ihre Frage zu beantworten, ist genau das Problem, wo diese sogenannte soziale Bias herkommt, dass nämlich Gewerkschaften, aber auch kirchliche Bewegungen Menschen erreicht haben und ans politische System gebunden haben, die selbst eigentlich relativ politikfern sind, ressourcenarm sind, die über nicht zu hohen Bildungsabschlüsse verfügt haben, aber über diese Vorfeldorganisationen mobilisiert werden konnten und daher auch Wähler von Parteien waren. Diese zivilgesellschaftlichen Akteure brechen weg, erreichen die Menschen nicht mehr, die jetzt dann eben von den Parteien, da ist was abgerissen, in der Kommunikation zwischen Partei und einfachem Bürger. Und daher entsteht diese
zunehmende Schrägstellung dieser Bias in der Partei, in der Wahlbeteiligung, aber auch in jeder anderen Beteiligung, dass nur noch die Menschen sich beteiligen, die von sich aus politisch interessiert sind, weil sie hohe Bildung haben, weil sie mit Menschen kommunizieren, die noch in den Politikarenen aktiv sind, aber eben nicht mehr jene, die eigentlich, man sagt immer, Organisation ist die Ressource der Schwachen. Genau das fällt weg, diese Organisation. Und das ist nicht die Parteien, sondern vor allen Dingen die zivilgesellschaftlichen Akteure, die die Menschen erreicht haben. Da will ich doch gerade nochmal nachfragen an der Stelle, weil ich habe jetzt vor der Veranstaltung mir die Zahlen nochmal angeschaut. Stimmt das tatsächlich, dass die Zivilgesellschaft insgesamt so geschwächt ist? Ich fand es sehr auffällig, die Zahl der Parteimitglieder ist zurückgegangen, beträgt im Moment in Deutschland ungefähr 1,2 Millionen, war vor 20 Jahren doppelt so hoch. 1,2 Millionen Parteimitglieder, im DGB haben Sie mehr als 6 Millionen Menschen, im Deutschen Fußballbund haben Sie mehr als 6 Millionen Menschen, in der evangelischen Kirche haben Sie 23 Millionen Menschen, in der katholischen Kirche 24 Millionen Menschen und selbst in den orthodoxen Kirchen haben Sie in Deutschland mehr Leute organisiert als in den politischen Parteien. Stimmt es, dass es nicht ein Parteien, sondern tatsächlich ein Gesellschaftsproblem ist? Also A ist der Trend, wenn Sie mal sehen, wie die Gewerkschaften abgebaut haben, Mitglieder verloren haben seit den 50er Jahren, noch viel rasanter. Zunehmend gilt es auch für die Kirchen. Außerdem sind 99% dieser Millionen, das ist genauso wie der ADAC ein Massenverein ist, aber kein Mensch geht zu irgendeiner ADAC-Veranstaltung. Wir zahlen brav unseren Mitgliedsbeitrag und damit ist Ruhe. Und viel mehr Aktivität ist in keinem dieser zivilgesellschaftlichen Vereine meiner Meinung nach zu finden. Herr Bergerhoff, ich kann gleich mit den Zahlenspielen weitermachen, denn was mir gar nicht so bewusst war, obwohl es sicher schon x-mal bei uns in der Zeitung gestanden hat, bei den Grünen ist es ja alles anders. Die Zahl der SPD-Mitglieder ist um die Hälfte zurückgegangen in den letzten 20 Jahren, die der CDU- und CSU-Mitglieder ungefähr um ein gutes Drittel. Alle Parteien außer den ganz neuen, wie jetzt der AfD, haben verloren, außer den Grünen. Sind es also Probleme, mit denen Sie sich weniger beschäftigen müssen als die anderen? Machen Sie es besser als die SPD? Also ich fange auch von hinten an. Da würde ich ein klares Ja zu sagen, zumindest was das Statement von der Merle Stöver angeht. Aber das ist vielleicht eine andere Diskussion. Grundsätzlich sind wir als Grüne ja in der bequemen, sage ich mal, Situation, dass wir nie Volkspartei waren, was unsere Mitgliederzahlen angeht. Und insofern sind wir ja auch historisch entstanden zu einem Zeitpunkt, als die Volksparteien eben schon groß waren und als vielleicht auch diese, ich glaube, wenn man sich die Mitgliederzahlen anguckt in den deutschen Parteien, die SPD spielt ja eine gewisse Sonderrolle, weil sie schon ein bisschen älter ist als die anderen, dann war die große Zeit der Mitgliedszahlen in den späten 60er, in den 70er Jahren. Die Grünen sind Ende der 70er gegründet worden und von da an ging es tatsächlich immer so ein bisschen aufwärts. Aber wir haben tatsächlich nicht das Problem, dass wir einen großen Korpus, so ähnlich wie vielleicht die Kirchen oder der ADAC haben, die halt qua Milieu irgendwie Mitglied geworden sind und sich das nie ernsthaft überlegt haben. Das gab es nie. Ne? Es gab ja sicher Zeiten, wo man gesagt hat, ich bin katholisch, meine Eltern sind in der CDU, dann bin ich es auch. Oder ich bin Arbeiterkind, meine Eltern stempeln die SPD-Marken, dann tue ich das auch. Sowas haben wir nicht. Das heißt allerdings natürlich nicht, dass wir nicht in der gleichen, und ich würde behaupten, da haben Sie recht, Frau Siri, in der gleichen produktiven Krise ständig stecken. Ja, uns zu fragen, inwieweit wir eine Repräsentationsfunktion haben als Partei für uns selbst, für unsere Mitglieder, aber auch darüber hinaus. Denn wir haben natürlich andersrum das Problem, so wenig wie wir von der Mitgliedschaft Volkspartei sind, wir können nicht behaupten, dass wir das politische Gewicht, was wir zum Beispiel in einer Stadt wie Frankfurt gerade haben, hinterlegen können mit einer entsprechend großen Zahl von Menschen, die zu grünen Veranstaltungen kommen, weil sie da Mitglied sind. Wir haben hier in Frankfurt in der letzten Kommunalwahl mehr Stimmen eingefahren, in Klammern, man erinnere sich an Fukushima, als das die SPD getan hat. Die SPD ist aber um Faktor 5 größer, was ihre Mitgliedschaft angeht. Das erzeugt seine eigenen Probleme. Ich würde mir jetzt aber auch mal die Freiheit nehmen, noch auf einen Punkt einzugehen, den Sie jetzt nicht gefragt haben, weil ich den Vortrag vom Herrn Schaal an der Stelle ganz, also eigentlich insgesamt ganz spannend fand, aber an der Stelle besonders diskussionsbedürftig. Ich finde,
und ich polemisiere jetzt mal ein bisschen, Sie verniedlichen da was. Sie haben die positiv besetzten NGOs ins Feld geführt und da, glaube ich, können wir uns treffen. Das wäre schön, wenn da mehr Verantwortung sozusagen institutionalisierbar wäre und dann auch mehr Mitspielen im politischen System, was überhaupt nicht auftaucht und was für meine Begriffe einen deutlich stärkeren Einfluss hat und einen viel weniger demokratisierbaren sind tatsächlich die Lobbyisten, die Sie am Rande erwähnt haben und als Intermediäre dann sozusagen auf die Folie geschummelt. Aber da ist doch ein Repräsentanzproblem und da ist doch auch ein Einfluss, der ganz unverhältnismäßig ist. Ich nehme nur die aktuellen Diskussionen um TTIP und ähnliche. Das wäre der eine Punkt. Und der andere Punkt, der mir unklar bleibt, ich würde behaupten, die Netzgesellschaft, von der Sie reden und der Digital Turn, den Sie zitieren, da sind wir zumindest noch nicht und ich bin auch nicht ganz sicher, ob wir da hinkommen. Denn selbst in Deutschland ist es so, dass die digitale Gesellschaft mitnichten erreicht ist. Wir haben immer noch 25% etwa komplett offline. Ja, und Sie haben auch in den Zugangsvoraussetzungen für eine politische Beteiligung, selbst wenn man das wollte, wiedergespiegelt eine soziale Spaltung. Sie haben eine Spaltung entlang Alter und Wohnort. Und Sie haben nicht zuletzt auch eine Geschlechterspaltung. Es sind signifikant mehr Männer online als Frauen. Und es sind signifikant mehr gut gebildete online als wenig gebildete. Und insofern sehe ich offen gestanden die Alternative zum direkten Gespräch noch nicht so richtig. Herr Professor Schaar, wollen Sie direkt darauf eingehen? Ja, ganz, ganz kurz. Ich finde es spannend, dass wir quasi die Message des Videos nicht ernst nehmen. Also wir können es jetzt mal alle angucken und fragen, wie alt sind wir? Ja, und sagen natürlich sozusagen, die grauhaarigen, über 40-Jährigen kommen hierher und sind politisch interessiert, weil sie in einer spezifischen Form sozialisiert wurden. Was ich aus der stadtplanerischen Diskussion mit Freunden gelernt habe, ist Folgendes. Erstens, Jugendliche haben und junge Erwachsene haben vielleicht eine stärkere Effizienzorientierung. Und bevor ich mich in eine Partei einbringe, würde ich natürlich dann vielleicht probieren, mit einer sozusagen Bürgerbewegung, Single Issue, irgendwas erreichen zu wollen. Das nächste, sie beginnen klassischerweise auf einer lokalen Ebene in einer Partei. Ich bin von 1990 bis heute ungefähr 22 Mal umgezogen, berufsbedingt, beziehungsbedingt und so weiter und so fort. Ich bin sozial nicht besonders gut integriert, ich bin politisch nicht besonders gut integriert. Und genau diejenigen, die typischerweise Mitglieder von Parteien werden, die gebildet sind und politisch interessiert, sind geografisch so mobil, dass selbst wenn sie wollten, nicht in die Parteien kommen. Und das meinte ich mit einem quasi größeren gesellschaftlichen Fokus. Ja, es geht hier nicht nur darum, dass die Parteien vielleicht das, was sie gehört haben, zu viel Hinterzimmer, zu wenig Weltrevolution. Ja, das stimmt natürlich auch, aber selbst die Gutwilligen würden aus objektiven Lebensumständen Schwierigkeiten haben, sich dort zu beteiligen. Und insofern sollten wir, glaube ich, viel stärker auch in Generationsunterschieden denken, um die Krise der Parteien als sozusagen Mitgliederkrise und nicht als Vertrauenskrise in den Blick zu bekommen. Das ist das eine. Und das andere, die einzige inklusive Beteiligungsform, das geht jetzt in Ihre Richtung, ist das Wählen. Ja, alle anderen Beteiligungsformen sind sozial so exklusiv, da können Sie genauso gut auch digitale Beteiligungsformen nehmen. Da ist die sozusagen Abbildung des Digital Divide nicht größer als die in der sozusagen normalen Partizipationsrealität. Ja? Und das Letzte, ich glaube, ich habe dieses Argument mehrfach gehört, ich glaube, wir laufen blind in eine Gesellschaft hinein, in der wir durch digitale Veränderungen sozusagen revolutioniert werden, ohne sie zu steuern. Und heute zu sagen, ah, die Gesellschaft ist noch gar nicht da und ob die wirklich kommt, ist ungefähr so, als wenn man irgendwie vor ein paar hundert Jahren gesagt hätte, die Dampfmaschine wird unsere Lebenswelt nicht verändern. Und ich befürchte, dass wir in 10 Jahren spätestens ja, uns über solche Auslassungen nicht lustig machen, sondern wir werden mit einer gewissen Form von Irritation zurückblicken darauf, dass wir sozusagen die Gestaltungsnotwendigkeiten, die daraus resultieren, nicht hinreichend reflektiert haben. Eine Frage haben Sie jetzt noch nicht aufgegriffen, nämlich die Frage nach dem Lobbyismus und nach den Lobbyisten. Gerade wenn Sie jetzt selber die One-Issue-Bewegung ansprechen, da geht es ja in die gleiche Richtung. Wir diskutieren die ganze Zeit über Parteien, aber die Parteien sind natürlich aufgehängt in einem ganz spezifischen politischen System, unserem parlamentarischen. Ja? Und natürlich wissen wir, dass die Lobbyisten Einfluss haben. Das sehen wir bei TTIP permanent. Ja? Sie haben jetzt mehrere Möglichkeiten. Entweder amerikanischer Weg, sie machen das Ganze transparenter, oder deutscher Weg, sie probieren es einzudämmen, polemisch gesprochen. Ja? Und dann würde ich sagen, eine Transparenz, bei der ich weiß, wer tatsächlich die Stakeholder sind,
und in der ich probiere, die reinzubringen und in Verfahren so zu kanalisieren, dass sozusagen ihre Macht vielleicht in bestimmten Verfahren gebremst wird, halte ich für sinnvoller, als dass man probiert, quasi diese Macht zu invisibilisieren. Wir haben es heute schon mit Lobbyisten zu tun. Ja? Und dann sage ich, okay, die sind da, die kann ich auch nicht wegdiskutieren. Ja? Aber die anderen Akteure sind auch da. Wir müssen probieren, die in einen Diskurs zu bekommen. Und da bin ich sozusagen gleichzeitig idealistisch, der Diskurs geht trotz Machtdifferenzen, und realistisch, wir können die Lobbyisten nicht raushalten. Ich sehe schon, Sie nehmen Ihre Aufgabe als Provokateur sehr ernst, und wir haben schon etliche Themen jetzt, glaube ich, wo man hier auf dem Podium diskutieren könnte. Frau Siege, Sie hatten sich direkt gemeldet. Ja, ich weiß nicht, ob wir lieber über das Lobby-Thema sprechen wollen. Ich hatte mich eigentlich gemeldet, um was zum Begriff der Netzwerkgesellschaft zu sagen, aber vielleicht... Mag jemand direkt zu dem Lobby-Thema noch vorher? Nee, ich will auch was zum Digital Turn sagen. Okay, dann sage ich erst was dazu. Dann bleiben wir jetzt in der Internetwelt. Also ich glaube, es ist also soziologisch eine ganz typische Reaktion, dass man mediale Veränderungen oder überhaupt große technische Veränderungen dass nicht alle Leute in einer Gesellschaft das gleich erleben, sondern dass es da große Unterschiede gibt. Und ich würde sagen, auf jeden Fall sind Social Media in der Politik ein absolutes Elitenphänomen. Gerade Twitter, da sind vornehmlich Leute, die wirklich politisch arbeiten in Berlin. Das ist sogar so, dass es fast nur BerlinerInnen sind. Und da sind natürlich die Journalistinnen und Journalisten und dann noch so die Wissenschaftlerinnen wie ich, die das sich angucken und mitspeichern und so. Aber also es ist wirklich ein sehr, sehr kleiner Kreis, der dort unterwegs ist. Nichtsdestotrotz hat das immense Auswirkungen und wird auch weiter Auswirkungen haben. Und also wenn man sich anguckt, dass inzwischen eigentlich so gut wie alle Bundestagsabgeordneten irgendwie auf Facebook herumdümpeln, was auch immer sie da tun, ja, also es ist ja sehr unterschiedlich, was dort dann an medialer Strategie gefahren wird, aber es findet statt und es verändert durchaus was, sowohl im Guten, also im Sinne von, dass Menschen, die richtig weit ab auf dem Land sitzen, auch sich beteiligen können an Debatten, wenn sie dort kommentieren, wie auch zum Schlechten neue Möglichkeiten, zum Beispiel populistischer Kommunikation für die NPD, für die AfD, die sind hochaktiv in diesen Netzwerken, schon deshalb dürfen wir es nicht unterschätzen. Und ich glaube aber, dass diese Gleichzeitigkeit von Ungleichzeitigem so ein großes Problem aktuell darstellt, weil man unglaublich stark merkt, wie stark ausdifferenziert unsere Gesellschaft ist, wie wenig wir dann doch in der gleichen Welt leben. Also das wird einfach jetzt deutlicher. Ich glaube nicht, dass es jemals so war, dass irgendwie der Arbeiter so das typische Arbeiterleben hatte, aber zumindest konnte man irgendwie davon ausgehen. Und ich glaube, das ist so die Herausforderung. Und eben gerade, wenn man sieht, so eine hoch urbanisierte junge Frau wie Merle Stöver hat natürlich auch ein ganz anderes Leben als irgendjemand, der in Hessen im Ortsverein sich engagiert. Und also diese, und das macht es, glaube ich, auch so schwer, parteiliche Organisierung so als einen Knubbel zu sich so vorzustellen, der auf eine gewisse Art und Weise funktioniert, und dann sind irgendwie alle miteinander solidarisch, weil sozusagen diese Ausdifferenzierung von Lebensgrundlagen sich so unglaublich deutlich zeigt aktuell. Und das hat eben auch mit medialem Wandel zu tun. Bitte. Ganz kurz nur zwei Sätze dazu. Natürlich ist völlig unbestritten, dass die mediale Revolution tiefgreifend unsere Gesellschaft verändert. Das hat auch die Dampflok, aber die Dampflok hat auch nicht die Demokratie verändert. Und so wenig, glaube ich, werden das auch die sozialen Medien nicht tun. Um das nochmal aus der Bevölkerungsperspektive zu bestätigen, das ist ein extensiv genutztes Elitenphänomen. Wenn wir die Bevölkerung im Durchschnitt fragen, dann haben wir auch gerade bei den Jungen bis zu 70% Facebook-Aktive. Von denen sagen aber 3%, dass sie auch mal über Politik auf Facebook. Das ist politikfrei, komplett. Und was die Eliten da twittern und machen und tun, kommt nirgendwo an. Von daher glaube ich nicht. Man darf immer viel glauben und man weiß es als nicht, wie es weitergeht, aber zurzeit sehe ich überhaupt gar keinen, auch nur kleinstes Flackern politischer Inhalte in diesen neuen Medien.
Ich wurde ja als Provokateur hier eingekauft und ich bin nämlich das Heimteam und gegen Frankfurt zu argumentieren ist also ziemlich das Beste, was mir passieren kann. Liebe Frau Rostdeutscher, die industrielle Revolution hat das Prekariat und das Proletariat hervorgebracht und damit historisch sozusagen die grundlegendste Veränderung der Demokratie, die ich mir vorstellen kann, inklusive der Notwendigkeit des Ideals der Gleichheit aller Bürger. Insofern hat sich da was verändert. Und das Nächste. Wir sprechen hier sozusagen über die Kindergartenvariante des Digital Turns. Mich interessieren nicht die neuen Medien wie Twitter und dass irgendjemand Facebook nutzt. Wir sprechen darüber, dass die ökonomische Basis unseres Sozialstaates sich verändern wird. Darüber, dass durch digitale Veränderungen bestimmte Jobs in der Mittelklasse sich radikal verändern werden, wegfallen werden. Und dass man darauf reagieren muss. Ich sage nicht, dass die Parteien, die sich jetzt grundlegend verändern, weil auf einmal irgendjemand twittert. Nein, das ist nicht mein Argument, das glaube ich nicht. Sondern ich sage, dass Parteien sich in diesem neuen gesellschaftlichen Umfeld anders denken müssen. Und das war mein Argument mit komplexer Demokratie und sozusagen diese Phänomene komplexer denken. Wir dürfen das nicht von der Partei aus denken und von solchen Phänomenen wie da twittert jemand. Ja? Nur dafür argumentiere ich. Und in dieser Perspektive glaube ich, dass wenn Sie sich anschauen, was hätten wir vor 15 Jahren gemacht? Die wenigsten von Ihnen hätten E-Mail gehabt. Die hätten ein paar hätten von uns an den Unis das genutzt. Ja? Unser komplettes Leben hat sich radikal verändert. Die Beschleunigungsgeschwindigkeit der gesellschaftlichen Veränderung hat sich radikal verändert. Wenn wir das jetzt nochmal 15 Jahre durchdeklinieren, dann würden wir, glaube ich, tatsächlich die Position nicht halten können, die Sie gerade haben. Aber das ist sozusagen jetzt meine Außenseiterposition als Auswerksgast. Aber da stimme ich ja auch zu. Ja. Herr Berkerhoff, das ist aber auch die richtige Stelle, um den Praktiker nochmal zu hören, denn Sie machen ja in der Frankfurter Politik zum Beispiel auch Erfahrungen mit der Nutzung von neueren Medien. Es fällt einem immer als erstes ein Negativbeispiel ein Bürgerhaushalt, der versucht, die Leute dazu zu motivieren, online sich zu beteiligen, auch recht konkret zu beteiligen mit einer doch sehr niedrigen Nutzung. Geht da was oder geht da nichts? Also erstmal liegt es mir völlig fern, sozusagen den umstürzenden Charakter der Digitalisierung zu negieren. Das wäre ja Quatsch. Ja, allerdings finde ich es, vielleicht ist das für die Dampfmaschine nicht völlig richtig, aber bei der Digitalisierung bin ich schon der Meinung, dass es die Demokratie nicht notwendig so verändert, wie es die Dampfmaschine vielleicht getan hat, weil es eben auch nicht zu so gesellschaftlichen Umstürzen führt. Also würde ich mal behaupten, sehr wohl zu Umstürzen, zum Beispiel im Wirtschaften. Ne? Aber das nur nebenbei. In der Tat, ich glaube, also natürlich machen wir Erfahrungen einerseits innerhalb der Partei und da ist es zum Beispiel sicher so, dass bei uns innerhalb der Partei die Meinungsbildung nicht über Twitter jetzt irgendwie anders ist als vorher, aber dass uns schon das ein oder andere Tool sehr helfen, ja, also tatsächlich die ständige Formulierung von Anträgen in Wikis, die von ganz vielen Leuten dann bearbeitet werden. Wir haben das relativ exzessiv jetzt den letzten Bundesparteitag gemacht auf Bundesebene. Und auch, Herr von Bebenburg, wie Sie angesprochen haben, sozusagen im Verhältnis zu den Bürgerinnen und Bürgern. Wobei ich finde, da für meine Begriffe zeigen sich tatsächlich auch die Grenzen an sowas wie dem Bürgerhaushalt, weil es eine komische Mischung aus unverbindlichem Input geben war, verbunden mit relativ hohen Anforderungen. Ja, man muss sich da irgendwie reindenken, man muss das Ding verstanden haben. Das ist alles, was eher für Nerds, irgendwie für Haushaltsnerds, noch nicht mal so sehr Computer-Nerds. Andere Formen, die jetzt mit digital tatsächlich nichts zu tun haben, die aber partizipativ sind, funktionieren, glaube ich, sehr gut. Also wir hatten es ja vorhin schon, mein Beispiel wäre an der Stelle die Schulentwicklungsplanung, wie dieser Prozess hier in Frankfurt gelaufen ist, nicht mit der gesamten Bevölkerung, nicht online, sondern offline sich treffend, aber durchaus auch offen und in dem Sinne partizipativ. Ich glaube, da sind wir richtig und das ist auch, vielleicht bin ich dann, wird man mich in 15 Jahren als Dinosaurier empfinden müssen, das kann sein, aber ich habe ein weiteres Problem tatsächlich sozusagen mit dem mindestens aktuellen kulturellen Umgang in den digitalen Kanälen. Und das ist einfach, das bietet, glaube ich, nicht die Tiefe, bietet nicht derzeit zumindest den respektvollen Umgang miteinander, den man braucht.
um komplexe Dinge aushandeln zu können. Jetzt sind wir aber auch sozusagen schon direkt beim Lobby-Thema und da würde ich gerne auch noch mal eine Runde drehen, vielleicht Frau Professor Rostdeutscher, denn das, was Sie jetzt beschrieben haben, Schulentwicklungsplan mit einer bestimmten Gruppe von interessierten Menschen vor Ort durchzudeklinieren, ist ja, wenn man es streng nimmt, auch die Einbeziehung von Lobbyisten, die zwar bei uns einen schlechten Ruf haben, die natürlich aber auch für sinnvolle Sachen, zum Beispiel wie Inklusion in der Schule, stehen könnten. Also wie ist das mit den Lobbyisten? Müssen die sind sie sozusagen als Intermediäre, nein, wie haben Sie sie genannt? Intermediäre. Intermediäre, vielen Dank, muss ich mir erstmal merken, den Begriff. Sind sie sozusagen positiv zu besetzen in so einer Rolle oder sind sie gefährlich? Sie sind da und man muss damit umgehen, wie man sie behandelt und da stimme ich völlig zu, so transparent wie möglich ist. Da ist Deutschland, hinkt hier meilenweit zurück. Also in den USA, den bösen neoliberalen USA, müssen alle Lobbyisten sich auf einer Liste eintragen. Bei jedem Gesetzesvorhaben muss notiert werden, wer sich mit welchen Spenden und mit welcher Meinung zu dem Gesetz äußert, sodass sofort für jeden Bürger, für alle klar ist, wo hier aktive sind. Das gibt es in Deutschland nicht. Das ist eine extrem Hinterzimmeraktion. Wir wissen nicht, wie viel. Gut, im Nachhinein müssen dann Spenden, Großspenden zwar veröffentlicht werden, aber es ist nie an den Gesetzgebungsprozess geknüpft und gerade bei den vielen Kleinen ist das total undurchsichtig. Also hier weiß ich nicht, ob wir da eine zweite Kammer für brauchen. Hier bräuchten wir einfach mal eine ganz transparente Verrechtlichung des Lobbyismus mit der ganzen Verpflichtung der Offenlegung von Präferenzen und der Art und Weise, wer kontaktiert wird, mit welchen Mitteln kontaktiert wird, so wie es in Ländern... Ja. Frau Dr. Seri dazu? Ja, ich stimme da weitgehend zu. Es wurde jetzt gerade erst von der Bertelsmann Stiftung gesagt, dass die Zahl der Lobbyisten so hoch ist wie noch nie. Und wir haben auch unglaublich viele ehemalige Politiker, Politikerinnen, die sehr schnell nach dem Ende ihrer beruflichen Tätigkeit gewisse Firmen gehen. Das wäre tatsächlich auch in den USA ein bisschen anders oder anders geregelt, also oder geregelter. Ich sehe Lobbys jetzt für mich nicht als Teil der Zivilgesellschaft und würde sie mir nicht vorstellen in so einer zweiten Kammer, schlicht deswegen, weil das ökonomische Akteure sind. Ja, also ein ökonomischer Akteur hat klare Interessen, die sind legitim, aber es ist für mich sehr zu unterscheiden von zivilgesellschaftlichen Akteuren, die sich für Flüchtlinge einsetzen, also rein soziologisch auch. Also die haben andere Funktionalitäten, andere Logiken. Also ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie die gemeinsam arbeiten sollten. Also das heißt, auch mit der Asymmetrie, die dann entstünde an Ressourcen beispielsweise. Es ist eben ein Unterschied, ob ich mich ehrenamtlich engagiere oder ob ich eine Rechtsabteilung dabei habe. Also da würde ich mich fragen, wie es funktionieren soll. Würden Sie das also vom Thema abhängig machen, für das sich jemand engagiert, also wirtschaftliche oder soziale Themen, oder würde Sie das von der Rechtsform desjenigen abhängig machen, also ob er zum Beispiel ein Unternehmen führt oder ob er eben in einer anderen, als Bürgerinitiative daherkommt? Ich bin ja keine Juristin, aber ich vermute, man würde das über die Gemeinnützigkeit sich anschauen müssen. Also wir haben ja die Idee von gemeinnützigen Vereinen und ökonomische Akteure sind das nicht. Zum Beispiel, weiß ich nicht, Öllobbyisten. Das heißt, der ADAC ist Teil der Zivilgesellschaft, wenn man es so nimmt. Noch ist er gemeinnützig, soweit ich weiß. Ja, wie gesagt, ich bin keine Juristin, aber ich stelle mir einfach vor, wenn man... Die Asymmetrie, die bestünde zwischen Großunternehmen, also Lobbyisten, wie ich sie in Berlin treffe, sind Leute, die haben Zugriff auf eine Rechtsabteilung. So, und das sind zum Beispiel, und das sind dann zum Beispiel Flüchtlingsvereine oder andere nicht. Also da gibt es einfach große Asymmetrien und die müsste man in der Planung mit bedenken. Das wäre mein Stand. Herr Professor Schall. Und ich würde gern die Idee, die ich vorhin gesagt habe, nochmal pointieren. Ich meinte, dass die politische Selbstorganisationsfähigkeit des Bürgers, der Bürgerschaft, sich verbessert hat. Die Beispiele, die wir gehört haben, waren solche, in denen das Internet genutzt wurde, um von zentralen politisch verfassten Akteuren Beteiligung einzufordern. Das ist sozusagen zentrales, zentralistisches Modell, nur mit dem Internet als Medium. Kleines Gedankenspiel. Wenn Sie das Gefühl haben, dass irgendein Hersteller vielleicht
Sweatshirts irgendwie in, unter nicht lebenswerten Bedingungen herstellt. Sie haben die Möglichkeit, es entweder in die Grünen zu tragen und zu hoffen, dass es dann eine politische Verarbeitung gibt, oder sie organisieren sich selbst und probieren auf zivilgesellschaftlicher Ebene einen Boykott. Dann ist der Boykott sehr viel schneller und er wird effizienter sein. Und das meinte ich. Ich meinte nicht, dass sozusagen die etablierte Politik in das Internet nutzen soll. Das tut sie auch, sondern ich sage, dass die Selbstorganisationsfähigkeit der Bevölkerung zur Problemlösung in sie betreffenden Fragen einfach sehr viel größer ist. So etwas war zuvor nicht möglich. Und hier sehe ich die Herausforderung für Parteien, dass bestimmte schnelle Probleme, die einer schnellen Problemlösung zugeführt werden sollen, wir sprechen jetzt nicht vom Rentenproblem, auch nicht von globaler Klimaerwärmung, ja, sondern sozusagen das politisch Unmittelbare, selbstorganisationell viel schneller gelöst werden kann. Ich muss nicht in Parteien dafür. Und das meinte ich. Und darauf müssen sich Parteien einlassen. Und diese Form von sozusagen Internetverbindung, Netzwerkgesellschaft, kann natürlich auch noch eine Form von sozusagen, dann trifft man sich vielleicht doch mal, ja? Sozusagen die Leute, die hier an der Uni sind, treffen sich doch mal in der Cafeteria, um das vor Ort zu machen. Single Issue, nur kurz. Und diese Leute muss man auch hören. Und noch eine Frage, nämlich, vorhin hatte ich gehört, aus Frankfurt interessant, dass das Ökonomische das Politische ja nicht so beeinflusst. Dem würde ich komplett entgegenhalten. Ich glaube, dass wir politische Ökonomie nicht anders denken können als politische Ökonomie. Ja? Und stellen Sie sich einfach mal einen Wohnbezirk vor, in dem Sie einen privaten Unternehmer haben, der quasi Häuser baut. Darf der an einem Tisch sitzen, zusammen mit dem Bürger, über die Frage, wie soll das Quartiersmanagement aussehen? Wie soll das Leben in diesem Raum aussehen? Wie soll es gestaltet werden oder nicht? In dem Maße, in dem wir ökonomische Akteure als das andere der Zivilgesellschaft begreifen, verlieren wir unsere Handlungsfähigkeit und spalten sozusagen die Gesellschaft auf in ökonomische Akteure, die normativ unbeliebt sind, und uns, die guten Bürger, und kommen sozusagen zu einer geringeren Problemlösungsfähigkeit. Ich glaube, dass man Zivilgesellschaft anders denken muss. Immer vor dem Hintergrund, dass es unterschiedliche Machtpotenziale gibt. Wir treffen uns nicht auf Augenhöhe, aber wir dürfen sie nicht dämonisieren. Sie sehen, meine Damen und Herren, wir haben genug Zündstoff hier oben. Es geht auch gleich weiter. Ich will aber nicht vergessen zu signalisieren, dass Sie auch die Gelegenheit haben, nochmal sich zu beteiligen, Ihre Fragen zu stellen, kurze Anmerkungen zu machen, damit wir sehen, welche Themen Sie bewegen und was Sie interessiert. Geben Sie mir ein Handzeichen. Oh, da geht. Ups. So kann es gehen im Internet. Ist jeder sofort als erster dran, der den Knopf drückt. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mein lieber Schieber. Jetzt eigentlich wollte ich Bastian Dagerhoff noch das Wort geben, aber da sitzen wir noch bis spät nachts da. Ich nehme Sie jetzt einfach direkt rein. Der Herr Zwengel geht mit dem Mikro rum und fängt mal. Sieht die Menschen, die sich melden, und nimmt mal 2, 3 Wortmeldungen auf. Okay, mein Name ist Helmut Gierhardt und 2 Punkte habe ich. Zum einen, Sie haben gesagt, diese amerikanische transparente Art, haben Sie vorhin angesprochen, bei diesem transatlantischen Abkommen, das Einzigen, die darauf bestehen, die Dinge nicht transparent zu machen, ist die angelsächsische Seite. So viel zur Transparenz zum einen. Dann zum anderen, Sie haben gesagt, die Lobbyisten, dass die sich eintragen, dass das klar sein muss, dass, ja, alles wunderbar, nur bin ich mittlerweile, das war auch immer so mein Statement, aber mittlerweile bin ich so weit, dass ich denke, macht das einen Unterschied? Weil ist dadurch, dass man weiß, dass zum Beispiel jetzt in den USA die Monsanto ganz massiv die entsprechenden FDA-Leute bei der Regierung beeinflusst oder mit Informationen versorgt und Statements und so weiter, ist deswegen, dass man weiß, dass die das sind, noch ein Gesetz, was irrwitzig ist, aus unserer europäischen Sicht nicht gekommen? Also da bin ich auch sehr skeptisch. Vielen Dank für Ihre Fragen. Geben Sie es gleich 2 weiter. Ja, guten Tag, mein Name ist Ralf Bertram. Ich habe manchmal ein bisschen Eindruck gehabt, als wenn hier ein bisschen für mein Empfinden um den heißen Brei herum geredet wird. Da wurde ja auch schon einmal, ich habe gewartet, bis der Name Robert Michels fällt, weil der ist Begründer der Parteiensoziologie. Der hat bestimmte Begriffe geschaffen, zum Beispiel politische Klasse. Er hat vor über 100 Jahren schon festgestellt, das Interesse der politischen Klasse ist in erster Linie erstmal wiedergewählt zu werden, um den Status aufrechtzuerhalten. Und ich war selbst mal 5 Jahre lang kommunaler Mandatsträger, nun bei einer anderen Partei. Inzwischen bin ich parteilos. Und mir ist aufgefallen, dass es so ein gewisses Berufsbild bei bestimmten Leuten gibt. Die machen ihr Abitur,
dann fangen sie an zu studieren, entweder Politologie oder Soziologie, dann gehen sie in eine Partei und dann kommen sie ins Parlament. Bekanntest ist sicherlich Andrea Nahles, aber gibt es bei den Grünen, gibt es bei den Linken auch. Und da sehe ich das Problem. Auch, wieso haben so gerade so Internet-One-Issue-Movements so eine Macht? Ich bin bei ausgestrahlt. Ich meine, dadurch, dass sie Druck auf die Politiker ausüben und sagen, wenn wir euch nicht wieder wählen, dann verliert ihr euren materiellen Status. Okay, ist angekommen. Jetzt geben Sie es bitte nochmal hier weiter zu der Dame in der dritten Reihe da drüben. Dankeschön. Sehr interessant fand ich diese kleine Bemerkung von Herrn Schaal, dass jüngere Leute, also tendenziell, eher Wert auf effiziente Prozesse legen. Und also ich möchte das bestätigen aus eigener Erfahrung von fast erwachsenen Kindern und deren Umfeld, die sich also mit Wonne für sehr lokal begrenzte Dinge, die sie auch betreffen, sehr vehement engagieren, auch über mehrere Monate, die aber nicht bereit wären, diese Kernearbeit zum Beispiel in der SPD oder in anderen Parteien über Ortsvereine etc. zu tun, selbst wenn man dort ihren Interessen offen gegenüberstünde, einfach weil es, ja, wie die junge Dame in dem Video gesagt hat, extremst zeitkonsumierend ist und wahrscheinlich auch frustrierend vom Umfeld her. Was mich interessieren würde, sehen Sie, also Herr Schaal und vielleicht auch die anderen Diskutantinnen, sehen Sie Bereiche gesellschaftlicher Entscheidung, wo man sagen könnte, hier sind solche One-Issue-Zusammenrottungen von Menschen mit den gleichen Wünschen sinnvoll und dort bei bestimmten anderen Prozessen sind es eher die klassischen Parteien mit sich langsam und regelhaft entwickelnden Entscheidungsprozessen. Also ich hoffe, es ist deutlich geworden, was ich gerne wüsste. Ja, danke. Ist, glaube ich, angekommen. Noch der Herr dahinter in der Reihe und dann drehen wir mal eine Runde hier oben. Schönen Dank, Van der Wiel ist mein Name. Zunächst habe ich eine Frage. Ich dachte, wir würden heute Abend die Zukunft ohne Parteien diskutieren und seit anderthalb Stunden tun wir nichts anderes als Parteien diskutieren. Ich meine, um mal aufs Thema zurückzukommen. Zweitens, was ich wirklich vermisse heute Abend ist die Rolle des Fernsehens. Wenn ich an meine eigene Geschichte zurückdenke, wie die Politik sich entwickelt hat, ist das Format der Politik vor allem vom Fernsehen bestimmt worden. Ich meine, Statements in anderthalb Minuten, Statements mit einem großen Aussagenkraft, die werden benutzt und ich meine, ich denke, dass das zurzeit die große Leitlinie ist für die Politik und es vorläufig auch noch wohl bleiben wird. Und zum Schluss will ich auch noch sagen zum Lobbyismus, weil ich kenne diese Welt auch von innen. In Brüssel bin ich da gewesen und 40% der Lobbyisten in Brüssel, die haben mit Wirtschaft nichts zu tun jedenfalls. Die kommen für ganz andere Sachen auf. Vielen Dank. Eine Menge Anregungen. Frau Professor Rostdeutscher hat das Glück, dass sie als erstes sich rauspicken darf, worauf sie antwortet und ich werde dann darauf achten, dass wir jedes Thema aufgreifen. Die, die sich noch gemeldet haben, die kommen später auch noch dran. Ich glaube, wir reden immer über Parteien und nicht über eine Zukunft ohne Parteien, weil selbst Gary Schaal der Meinung ist, dass es diese Zukunft nicht geben kann. Die Frage ist, wie sich Parteien verändern müssen, um zukunftsfest zu sein. Das ist wahrscheinlich eher der Punkt. Ich wollte aber kurz auch auf diese Lobbyliste. Natürlich ist die Lobbyliste kein Allheilmittel für irgendwas. Man kann sich dran gewöhnen. Wenn da steht, eben von Lobbyorganisation X sind so und so viel Mittel geflossen, um eine Entscheidung für oder gegen etwas zu erreichen, wenn das die Bürger hinnehmen, wenn das die Medien nicht skandalisieren, okay. Das muss aber nicht so sein. Also wenn wir eine funktionierende Presse haben, Mediensystem, dann kann sowas skandalisiert werden und dann kann sowas auch dazu führen, da muss man natürlich aufpassen, dass es dann nicht wieder ins Hinterzimmer getrieben wird, aber dass so eine gewisse Eindämmung da stattfindet. Auf jeden Fall kann es nicht schlimmer sein, als es jetzt ist, wo wir gar nichts wissen. So wissen wir wenigstens, da passiert was und hinten draus kommt ein gewisses Ergebnis.
Wenn ich noch einen Punkt zu Ihnen sagen darf, ein bisschen allgemeiner, das sagt man den bösen Parteien ja auch immer nach, die wollen ja immer nur wiedergewählt werden. Und es geht um Stimmenmaximierung. Das ist ja erstmal, und das ist erstmal gar nicht schlecht, weil um wiedergewählt daraus resultiert das, was wir Responsivität nennen, nämlich dass die Parteien hören, was die Wünsche der Bürger sind, weil nur dann haben sie eine Chance, wiedergewählt zu werden und können so viele Stimmen maximieren, wie sie wollen. Dass das nur mit gewissen Inhalten geht, ist auch klar. Und dass es da gewisse Fehlentwicklungen, aber es gibt keine Partei, es gab sie nie, es wird sie auch nie geben, deren oberstes Ziel nicht ist, Stimmen zu maximieren. Selbst die Grünen. Recht? Ja, haben wir vorhin gehört, dass sie an Grenzen stoßen, wenn sie nicht genug Mandatsträger haben für die Stimmen, die sie bekommen können. Herr Professor Schaal, Sie waren direkt angesprochen zum Thema TTIP. Findet man schon. Ich pickt mir eins raus, und zwar, auf welcher Ebene Parteien irgendwie sinnvoll sind und welche nicht. Sie haben ja zwei Thesen, nämlich die eine These lautet, hat was mit den Themen zu tun und dass Parteien vielleicht in der Lage sind, langfristige Themen zu bearbeiten. Wenn es in Deutschland langfristige Themen gibt, die ich sehe, dann ist das Rentensystem, die Frage nach der sozialen Absicherung, Klimawandel und so weiter und so fort. Und ich will bloß sagen, und auf dieser Ebene haben wir es tatsächlich mit sehr vielen Problemen zu tun. Ich erinnere daran, die Renten sind sicher, Norbert Blüm, das kann man jetzt irgendwie fortsetzen, dass also auch Parteien kein Garant dafür sind, dass vitale Probleme langfristiger Natur gelöst werden. Das ist aber kein Problem der Parteien, sondern ein Problem der Demokratie mit ihren Vierjahreszyklen. Ja? Insofern kann man das dort nicht attribuieren. Die nächste Ebene, die wir haben, ist, die nächste Dimension ist, auf welcher Ebene kann das angesiedelt werden? Und ich oute mich jetzt, ich betreibe Politikberatung. Und zwar für Städte mit der Frage, wie kann man Stadtteile, die politisch sich quasi abgekoppelt haben, wie kann man diese Bevölkerung wieder in den politischen Prozess hineinbekommen? Und was ich dort erlebt habe, ist, dass auf der lokalen Ebene, Stichwort Stadtteilentwicklung, politische Parteien keine Rolle spielen. Weder bringen sie sich ein als Ansprechpartner, ich mache das in Hamburg, ich habe es auch in Mannheim gemacht, weder bringen sie sich ein, noch sind die Bewohner daran interessiert, über Parteien ihre Interessen zu vertreten, sondern sie wollen sie direkt demokratisch einbringen, durch neue Beteiligungsformate. Ja? Und hier, wenn es um die Zukunft der Parteien geht, würde ich sagen, haben wir es mit einem ganz spannenden Moment zu tun. Die Parteien werden dort nicht gebraucht für die Problemlösung, sie werden gebraucht für die Umsetzung in den Bezirksämtern, also in der Stadtteilversammlung und in den Bezirksämtern ist es dann eine gute Verwaltung, die das umsetzt. Ja? Und hier finde ich etwas ganz Spannendes. Dort, wo Demokratie tatsächlich bürgernah ist und wir Bürger aktivieren können, ich bin großer Fan der lokalen Ebene, spielen die Parteien so gut wie keine Rolle. Ja, weil auch gerade diejenigen, die irgendwie weiter weg sind von dem politischen Prozess, schlechter ausgebildet und ähnliches, nicht an Parteien herantreten, sondern wenn, dann wollen sie sich direkt aktivieren. Und da sehe ich ein großes Problem. Ja? Das auf der überlokalen Ebene brauchen wir Parteien weiterhin. Da stimme ich zu und da haben wir auch gar keinen Dissens. Ja? Die müssen sich anpassen. Aber gerade auf der Ebene, wo man Politik machen kann, spielen sie keine Rolle. Das möchte ich bloß bemerken. Was daraus folgt für mich ist, ich muss diese anderen Gruppen integrieren. Die anderen Gruppen auf der lokalen Ebene, ja? Die Häuserbauer und von mir aus auch die muslimische Kommune und ähnliche. Und dann, deshalb spreche ich von diesen Intermediären, die für mich auf einmal wichtiger sind als die Parteien, aus sozusagen der Tiefe meiner empirischen Erfahrung. Die muss man integrieren. Frau Dr. Seeli. Das ist sicher richtig, dass gerade in der Kommunalpolitik man ganz viele tolle Sachen machen kann mit direkter Demokratie, aber was mir da so Sorge bereitet, ist, dass das ja bedeuten würde, gut, dann machen alle irgendwie Regionalpolitik und die Parteien dürfen entscheiden, welche Gesetze entscheiden, was die Leute entscheiden dürfen. Also sozusagen, ich mache mir so ein bisschen Sorgen um die justiziablen Entscheidungen und wer die fällt. Und da ist für mich halt die Frage, wie zum Beispiel so Jugendliche oder junge Erwachsene, die sagen, die sagen, ich habe keine Lust auf so eine Form von Engagement, weil das ist frustrierend, wie man die eben auch in diese Kontexte bringen kann, die sie dann vielleicht dahin bringen, sich auch mal wählen zu lassen für ein Amt und Politik mitzugestalten. Also das ist so eine Frage, die mich
sehr bewegt, denn die Jugend, und das haben Sie ja auch gesagt, ist ja nicht unpolitisch. Das zeigt ja auch jede Jugendstudie, dass die Jugendlichen nicht unpolitisch sind, sondern dass sie sich einfach mit gewissen Formen von parteilichem Engagement nicht mehr identifizieren können. Vielleicht, weil sie auch selbstbewusst sind und sagen, ich bin zu resistent gegen Anpassungen, um hier so dieses Spiel mitzuspielen, des Hochbuckelns und so. Also man kann das ja alles auch sehr positiv sehen. Und insofern Single-Issue-Movements können Themen setzen, man kann Kampagnen machen, man kann auch Boykotte organisieren. Aber die Frage ist, wie man auch Beteiligung für viele organisiert, für jene Entscheidungen, die dann eben Rente sind und die dann eben, also wie man da die Leute kriegt, sich zu beteiligen. Und das ist eben so eine Frage, die mich sehr beschäftigt. Das Einzige, was mir immer einfällt, ist irgendwie die Leute frühzeitig zum Wählen zu bringen und zur, also zur, aber das ist natürlich eine sehr kleinteilige Geschichte, also wählen gehen, Kampagnen, wie sie in den USA gemacht werden, politische Engagementkampagnen, wie sie auch in anderen europäischen Ländern gemacht werden, die aber natürlich nicht dazu führen, dass die Leute sich sofort für den Bundestag aufstellen lassen, das ist mir auch klar, aber die Frage eben, wie kriegt man die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, die sich zum Beispiel jetzt unglaublich stark für Flüchtlinge engagieren, also ich sehe das bei meinen Studierenden, dass da irgendwie 50% irgendwas tun, also und das macht so deutlich, dass die auch gesucht haben nach einem Kontext, in dem sie was bewegen können und wie man die dazu kriegt, eben auch sozusagen sich an die dreckige große Machtpolitik zu wagen, die ihnen so fremd ist und die sie auch verabscheuen, auch aus guten Gründen, also das ist so eine Frage, die mich da umtreibt. Ich darf polemisieren. Parteien sind jene Institutionen, die es in ihrer Hand haben, das rechtliche Umfeld zu schaffen, in dem Bürgerbeteiligung relevant wird. Ja, zu sagen, dass zum Beispiel Entscheidungen von Bürgerhearings beraten werden müssen oder ähnliches. Und dann würde ich sagen, kommen wir zu einer Idee, die Sigrid Rostheutscher vorhin anders formuliert hat. Sie sagt, es gibt Vorfeldorganisationen, die quasi die im Umfeld der Parteien waren. Warum begreifen wir denn die angeblich kranke Zivilgesellschaft, die enabled wurde, sozusagen, die ernst genommen wird in ihren Beteiligungsbemühungen, nicht sozusagen als Vorfeld für den politischen Bereich? Warum muss sie denn verfasst werden? Warum brauchen wir Kirchen? Warum brauchen wir andere Organisationen, wenn nicht die Zivilgesellschaft, die sich selbst organisiert und in ihrer politischen Beteiligung ernst genommen wird, auf einmal das Reservoir ist für sozusagen eine intensivere Beteiligung? Bastian Berghoff. Ja, nochmal zurück auf die Fragen, wenigstens punktuell. Also die erste Frage macht sozusagen transparentes Lobbyregister und ähnliche Transparenzthemen einen Unterschied. Ja, ich glaube schon. Und zwar lustigerweise genau in Kombination mit einer repräsentativen Demokratie, weil nämlich tatsächlich auch Richtung ausgestrahlt, diese Drohung, wenn das rauskommt, dann sind wir weg. Ja, sozusagen jetzt aus der Partei rausgesprochen oder andersrum, wenn ihr euch erwischen lasst, dann seid ihr weg. Die funktioniert natürlich, die funktioniert sehr deutlich, das führt immer wieder zu Spannung, wenn ich jetzt ausgestrahlt angucke, klar, ja, mit Jürgen Trittin und Atomausstieg und jetzt dem Ausstieg aus dem Ausstieg aus dem Ausstieg haben wir ja auch heftige, aber respektvoll geführte Konflikte miteinander, weil die Parteien natürlich in ihrer Funktion dann auch nochmal alle möglichen anderen Einflussdinge haben und abwägen. Aber natürlich ist es immer eine ganz starke Drohung, ich habe was rausgefunden, ich mache es öffentlich, es entsteht eine Kampagne und dann sind wir bei natürlich auch wieder bei den sozialen Medien und bei One-Issue-Movements. Und der Druckpunkt ist genau die Wiederwahl. Und genau das würde man sich natürlich nehmen, wenn es Parteien gar nicht mehr gäbe. Das wäre schon komisch. Ausgestrahlt hatte ich zum Thema unterschiedliche Bereiche. Klar, also tatsächlich eine Kampagne gegen einen Kleidungshersteller wegen unerträglichen Arbeitsverhältnissen etc. Das funktioniert hervorragend und ist auch super wichtig. Ist auch zum Beispiel ja nichts, woran Parteien typischerweise teilnehmen. Es gibt Parteien, die das ein bisschen mehr tun, aber im Wesentlichen halten die sich da schon raus und lassen das die Zivilgesellschaft regeln. Da gehört es auch, glaube ich, hin. Ja, das ist irgendwie richtiger. Immer da wäre meine Behauptung, wo es Abwägungsprozesse gibt, wo es Zielkonflikte gibt, wird es halt schwieriger. Also Thema Flüchtlinge, da sind sich dann immer alle schnell einig, es muss geholfen werden, aber wenn es dann darum geht, wo wird denn der Container hingestellt, dann ist es halt mein Viertel lieber nicht. Ne? Und da ist dann auch, glaube ich, wieder die Aufgabe von Parteien, im Übrigen auch im kommunalen Kontext. Ja, denn es ist natürlich auf Stadtteilebene, da kennt man sich und klärt das miteinander und ob dann einer der SPD angehört oder der CDU, das ist wurscht.
aber immer da, wo es sozusagen zwischen den verschiedenen Milieus Konflikte gibt, die es auszuhandeln gilt, da ist, glaube ich, verfasste Demokratie, und das ist aktuell halt weitgehend Parteiendemokratie, hat da ihre Rolle. Eine Frage ist jetzt noch liegen geblieben und die bleibt dann auch an Ihnen hängen. Fernsehen als Vermittlungsinstanz mit der Kürze, was ja auch die generelle Frage der Vermittlung von Politik aufwirft. Ja, ja, ich bin ja jetzt zwar auch schon ein alter Mann, wenigstens gemessen an Merle Stöver, aber noch nicht alt genug, um eine Welt ohne Fernsehen erlebt zu haben. Insofern stellt sich mir die Frage andersrum. Ich weiß gar nicht, wie Politik funktioniert hat vor Fernsehen, ehrlich gesagt. Ja, und vielleicht ist Fernsehen tatsächlich auch bei allem, was man da kritisieren kann, eigentlich und auch viele andere Formen von Medien jetzt inzwischen Voraussetzung für eine vernünftig repräsentative Demokratie, weil wenn die Leute jetzt schon mit Fernsehen Schwierigkeiten haben, sich zu informieren, wie war das denn dann früher? Da hatten sie ja wahrscheinlich noch viel. Ja, gut, aber ja, also Radio gab ja auch eine Zeitung, eine Zeit vor Radio, und ja, aber wie weit waren diese Medien wirklich verbreitet? Das würde ich mich schon fragen. Ne? Aber klar, also natürlich prägen die Medien ganz, ganz ausgesprochen das politische Klima und prägen auch. Ja, aber da wollen wir ja nicht hin zurück. Nächste Runde geht hier vorne los mit Ihnen. Und dann geht es in die dritte Reihe. Ja, erstmal vielen Dank für die ganz, ganz spannende, inspirierende Diskussion. Gary, ich teile deine Begeisterung für Zivilgesellschaft sozusagen nur bedingt. Da muss ich schon Sigrid auch zustimmen. Also wenn man sich zum Beispiel die EU anguckt, ja, als die Europäische Kommission gesagt hat, jetzt müssen wir Zivilgesellschaft mit integrieren in politische Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse. Was ist passiert? Wie hat das ausgesehen? Die Mehrheit Arbeitgeberverbände, ja, haben sich engagiert. Auch dort auf europäischer Ebene hat man versucht, so einen Kodex aufzubauen, so eine Transparenzinitiativen, ja. Wo ist das gelandet? Also tut mir leid, das war nicht besonders effektiv. Zu der Frage des Bias, weil das jetzt immer wieder hier ein Thema war. Ein Bias haben wir bei jeder Partizipationsform, bei Wahlen massiv. Das ist keine inklusive Beteiligungsform, ja. Das wissen wir komplett exklusiv. Direktdemokratie, selbstverständlich, deliberative Verfahren, massiv, Zivilgesellschaft, also ungleicher geht es gar nicht mehr. Egal, wo wir hingucken, jede Partizipationsform hat einen Bias. Ja? Es gibt keine Partizipationsform ohne Bias. So, jetzt komme ich nicht zu so einer Art von Lösung, aber zu Suchbewegungen. Und da hat mich ein bisschen gewundert, gerade wenn du sprichst von komplexer Demokratie, der Idee stimme ich zu, aber meine sieht etwas anders aus. Ich würde sagen, unter dem Dach repräsentativer Demokratie brauchen wir verschiedene Formen. Wir brauchen deliberative Verfahren, Direktdemokratie, digitale Demokratie, natürlich auch Zivilgesellschaft. Und das alles unter diesem Dach noch von repräsentativer Demokratie, wie gesagt, das sind Suchbewegungen. Also ich glaube, da muss man doch noch komplexer denken, als nur diese Hoffnung auf Zivilgesellschaft zu setzen. Das machst du auch, das weiß ich. Du warst jetzt nur provokativ, ich weiß, aber trotzdem bin ich jetzt provokativ dagegen. Okay. Vielen Dank. Bitte zwei Reihen nach hinten zu dem Herrn. Ja, ich möchte nochmal den Anschluss von dem Herrn hinter mir aufgreifen, nämlich zur eigentlichen Fragestellung Zukunft ohne Parteien. Und ich glaube, da sind Sie ein bisschen schnell rüber hinweggegangen, denn Sie vergleichen einerseits die Dampfmaschine und die Gründung der Arbeiterbewegung. Das sind 120 Jahre vergangen. Denken Sie mal 120 Jahre in die Zukunft. Und dann haben Sie keine Parteien mehr. Das ist ganz sicher so, denn wir sehen jetzt schon die ersten Parteien sich auflösen, die FDP ist hier ein Beispiel zu, weil sie eben nicht diesen Zugriff mehr zu ihrer Bevölkerung hat. Und deswegen wird das Internet zukünftig, gegenwärtig werden dort einzelne Themen spezifiziert. Und die Agora wird in Zukunft das Internet sein. Da bin ich Ihnen ganz, nicht mehr ganz sicher. Also Sie sind eigentlich nicht zukunftsorientiert, sondern schauen zu viel in die Vergangenheit, zu viel auf Dampfmaschinen, lieber ein bisschen nach vorne schauen. Und deswegen hier provokativ, glauben Sie wirklich, dass es in 20 Jahren noch diese Parteienlandschaft gibt, die wir gegenwärtig haben? Ja, das ist mal eine klare Frage. Hier vorne noch die Dame, bitte. Herr Bergerhoff hatte gesprochen, dass er mit dem digitalen Gesellschaft mehr Elite
was zu sagen haben. Aber mit Parteien sind genauso. Warum sitzen Sie hier? Weil Sie zur Elite gehören in Grünen. Sonst, es gibt in Grünen viele andere Mitglieder. Also in den Parteien sind genauso Eliten, also Eliten, würde ich sagen, Gesellschaft. Dass es halt nicht im, dass viele frustriert sind politisch, wie die Frau Rossdeutscher gesagt hat. Das ist erstens nicht nur Jugendliche, es ist da diese Nichtwähler, die sind auch, wie viel weiß ich, was Prozent von der Bevölkerung. Nichtwähler, also die nicht wählen gehen. Und das ist auch breite Masse in der Gesellschaft und ist nicht nur Jugendliche. Ich glaube, Sie sehen ein bisschen, würde ich sagen, altmodisch, dass Sie sagen, weil die Gesellschaft nicht bewegt, dann diese Vorfeld, die sind nicht aktiv wie früher, weil die Bevölkerung oder halt viele breite Masse in der Bevölkerung hat Gefühl, es wird nicht bewirken, wie ich. Ich gehe auch nicht wählen, weil ich denke, es bewegt mich überhaupt nicht. Aber ich bin woanders aktiv. Was ich noch auch dazu sagen wollte, mit dieser wiedergewählt werden, ist nicht nur, dass ich muss die Bevölkerung repräsentieren, dass ich wieder gewählt werde. Es gibt auch Gefahr, dass ich die Bevölkerung manipulieren, dass ich mich wieder wählen. Das muss man auch nicht vergessen. Vielen Dank. Hatte ich jetzt noch jemanden vergessen? Sie hier habe ich noch vergessen. Okay. Ja, ich bin Kimmo Grönlund aus Finnland, bin Gastwissenschaftler hier dieser Herbst. Vielen Dank für die interessante Diskussion. Ich habe eine Frage. Die Massenparteien sind tot. Wo wird man denn diese Diskussion, Bürgerdiskussion führen? Ich meine, wenn wir Demokratie ohne Parteien haben werden, wo führt man denn die Diskussion, nicht Elitendiskussion, sondern Diskussion zwischen Bürgern? Das ist die Frage. Ich meine, dass Zivilgesellschaft nicht die Lösung sein kann, weil die Zivilgesellschaft andere Funktionen hat. Hundvereine oder Sportvereine sind noch im Grunde politisch, die haben andere Funktionen. Das Internet ist auch nicht die Lösung, weil das Internet ist zur Natur quick und dirty. Das ist eine schnelle, ja, schnelle Form, politische Form, eine Sache, aber nicht Diskussion. So, wo kann man denn diese habermasianische Diskussion führen? Das ist meine Frage. Naja. Vielen Dank für Ihre vielen Impulse. Herr Bergerhoff, gibt es in 20 Jahren noch die Parteien, wie wir sie heute kennen? Ja, wenn ich in die Zukunft gucken könnte, wäre ich vielleicht nicht hier. Also ich glaube ja, ehrlich gestanden. Ich glaube auch, die FDP ist ja jetzt nicht die erste Partei, die umgeht. Vielleicht geht es ja auch gar nicht um, aber es sind ja auch schon andere Parteien vergangen, ohne dass Parteien als solche vergangen wären. Also insofern scheint mir der Abgesang verfrüht, zumal es halt nach wie vor so ist, dass ich sehe nicht so genau, was sie ersetzen sollte. Tatsächlich. Also ich finde den Hinweis hier vorne fand ich ganz, ganz gut. Ich glaube, ein repräsentatives Dach auf einem breiten Gebäude, was aus ganz vielen Dingen besteht, in der Tat auch natürlich aus Zivilgesellschaft, aus Netzwerken, was auch immer, ist wahrscheinlich jetzt schon eine ganz gute Beschreibung über die real existierende Parteiendemokratie und hat für mein Dafürhalten auch Zukunft. Im Übrigen, ein Punkt, aber vielleicht interpretiere ich das zu weit, der mir bei dem Government-to-Governance-Modell überhaupt nicht einsichtig ist, wenn das behauptet, es gibt in Zukunft Strukturen statt Akteure, wenn ich das mal so überspitzen würde, wie funktioniert denn dann Außenpolitik? Denn ich glaube, Politik hat irgendwie immer unheimlich viel tatsächlich mit Vertrauen, mit direkten Menschen zu tun und das spitzt sich halt zu auf die Frage, die ja nur ein bisschen älter ist, wen rufe ich denn an, wenn ich mit der EU telefonieren will? Und da sind wir dann wieder bei Themen, wo man irgendwie diese Menschen ins Amt und auch wieder aus dem Amt kriegen muss, die solche Rollen spielen. Deswegen glaube ich, in 20 Jahren wird uns noch nichts eingefallen sein, was das besser bewerkstelligt. Vielleicht noch kurz
zu der Frage Parteien als elitäre Organisationen in sich selbst. Ja, das wäre ja Quatsch, das zu verneinen, aber, und das ist auch so, ich sitze ja jetzt nicht hier, weil ich ein immerwährendes Teil der Parteielite bin, sondern wir wählen alle 2 Jahre einen Vorstand, in Frankfurt tun das alle Mitglieder und derjenige, der da gewählt ist und gerade Zeit hat und angefragt wird, das Glück hat, angefragt zu werden, der kommt halt im Zweifel her. Das geht auch nicht anders. Also Parteien, das glaube ich schon, Parteien im Kleinen werden immer so ähnlich auch repräsentativ funktionieren müssen, wie sie dann nach außen auch agieren. Man kann das mehr oder weniger partizipativ und basisdemokratisch machen. Ich glaube, da sind die Grünen noch ganz gut bei. Aber das wäre vielleicht eine separate Diskussion für einen eigenen Abend. Aber ich würde nicht verneinen, dass es natürlich nicht alle gleich sind in so einer Partei. Frau Dr. Siri. Ja, auch auf die Frage, ob ich denke, dass es in 20 Jahren noch Parteien gibt. Ich bin mir, obwohl ich auch nicht in die Zukunft schauen kann, ziemlich sicher, dass es so sein wird, weil ich auch nach dem funktionalen Äquivalent suche. Also wenn ich soziologisch gucke, was ist die Aufgabe von Parteien? Sie sollen Personal auswählen und auch austauschbar machen. Ne? Also zum Beispiel, wenn Person A korrupt ist, kann ich sofort Person B nachrücken lassen. Ja? Es ist nicht wie beim Körper des Königs, wo dann das ganze Reich irgendwie in großen Ärger stürzt, wenn irgendwie der König gestorben ist. Ne? Sie sollen Themen auswählen, also das tun dann zum Beispiel so Parteitage oder auch Gruppen in Parteien. Und sie haben, und das ist vielleicht was vergessen wird, in den großen Parteien zumindest oder in der Sozialdemokratie zum Beispiel in den letzten 20 Jahren, sie haben einen Bildungsauftrag auch. Und ich denke, ich fand ganz schön die Idee von Frau Fahimi, der Generalsekretärin der SPD, zu sagen, warum wählt man eigentlich in Schulen und in Turnhallen, warum stellt man denn keine Wahlkabine auf vor, ich glaube Lidl oder Aldi hat sie gesagt, wo die Leute sind. Es gab ganz viel Spott und Häme für diesen so dummen Vorschlag von Seiten vieler SozialdemokratInnen, aber es ist doch eigentlich, wenn man sich eben fragt, also vorhin wurde es gesagt, die kleinste Möglichkeit der Beteiligung ist die Wahl und wir wissen eben, Sie haben es auch gerade gesagt, bei den direktdemokratischen Verfahren, wer macht da mit? Die AkademikerInnen, die Leute, die genug Geld haben, um in der Kneipe sich das Bier zu leisten und so weiter. Also es gibt eine große soziale Selektion laut der Forschung dazu bei den Leuten, die da mitentscheiden. Man muss erstmal auch so sprechen können und sich so darstellen können. Man muss die Sprache beherrschen und vieles mehr. Und insofern ist für mich sozusagen der Ansatzpunkt doch immer derjenige zu schauen, wie kriegt man die Leute früh ans Wählen und früh zu einem Gefühl, dass sie da auch was mit bewirken können, was ja laut Rational Choice Theory gar nicht so einfach ist, weil eigentlich ist es irrational, weil die eigene Stimme ja laut Rational Choice nichts bewirkt. Aber ich glaube, das ist tatsächlich die niedrigschwellige Möglichkeit an politischer Partizipation immer noch. Und mir fällt sozusagen für die Parteien, für diese 3 Funktionen, Bildungsauftrag, Themen auswählen, Personal auswählen und austauschen, kein Äquivalent ein, das sozusagen in meiner Idee von Demokratie funktionieren würde. Mir fallen durchaus Möglichkeiten ein von Populismus und so, aber jetzt sozusagen in meiner politischen Idee weniger. Was man vielleicht auch dadurch schützen kann, dass ja viele Parteien mit dem Image als Bewegung antreten, in den letzten Jahren immer stärker, auch über Deutschland hinaus, von Forza Italia angefangen bis zu Syriza und anderen Gruppierungen, die jetzt aus den Armutsländern kommen. Auch die Grünen hatten ja mal so einen Teil, dass sie lieber Bewegung als Partei sein wollten und am Ende dann doch sich sozusagen als Partei konstituiert haben, weil sie gemerkt haben, es gibt einen Zwang dazu. Das spricht eigentlich für diese These. Frau Professor Rostorcher. Wenn wir so von der Krise der Parteien reden, haben wir ja immer irgendeine Blaupause im Kopf. Und bei vielen sind das die 70er Jahre, als scheinbar die Welt so heil war. Jeder ist wählen gegangen, die Volksparteien waren immens stark, Politik hat funktioniert, diese Vorfeldorganisationen waren stark. Und dann kamen die Grünen und alles ging den Bach runter. Faktisch waren das sehr wenig demokratische Zeiten, weil eigentlich ging es nämlich nur darum, welche Partei es besser gelungen ist, ihr Wahlvolk an die Urne zu bringen. Alle Bürger waren Parteien zugeordnet.
man war so zäh, man war ein Schwarzer. Und es ging nur darum, die Leute, Zählappelle waren Wahlen im gewissen Sinne. Heute haben es die Parteien sehr, sehr viel schwieriger. Wegen ihnen, also die Vorfeldorganisationen sind schwach, nicht weil die Leute so politisch unzufrieden sind, da stehen ja gesellschaftliche Entwicklungen dahinter. Wir haben immense Säkularisierungsprozesse, die Leute gehen nicht mehr in die Kirchen und wenn sie noch gehen, dann an Feiertagen, aber sie lassen sich schon gar nicht vom Priester sagen, wie sie sich politisch verhalten sollen. Genauso ist, haben wir einen unglaublichen Wandel in der Arbeitswelt und von daher brechen die Gewerkschaften an vielen Stellen zusammen. Das ist also nicht nur die Schuld der Akteure, sondern das sind auch einfach Prozesse, die, so wie Gary Schall ja sagen wird, auch die Digitalisierung die Arbeitswelt wahrscheinlich sehr verändern wird. Aber das sollten wir alles mal im Kopf halten, wenn wir so über diese Situation heute sprechen, dass die Blaupause, wenn sie denn die 70er sind, keine wirklich schönen demokratischen Zeiten waren. Und wenn ich noch einen Satz zu alle Beteiligungsarten sind ungleich dazu sagen darf, das war natürlich tatsächlich nicht der Fall. In den 70ern, als diese Welt so heil war, da ging jeder wählen und eigentlich noch bis vor 10 Jahren haben wir fast gar keinen Unterschied empirisch finden können, ob jemand wählen geht, abhängig vom Bildungsstatus. Das ist massiv in den letzten 10 Jahren aufgetreten und das hat genau mit diesen Entwicklungen zu tun und dass diese Bürger, die selbst ressourcenarm sind, nicht mehr mobilisiert werden können. Von daher denke ich immer mehr Richtung Wahlpflicht, aber das ist jetzt ein ganz, ganz anderes Issue, was ich da jetzt aufdenken würde. Aber an der Stelle möchte ich gerade nochmal nachhören, weil man sieht an den Statistiken ja, dass es so eine leichte Bewegung nach oben wieder gibt, dass dieses ständige nach unten Absacken der Wahlbeteiligung aufhört. Sie sind selber an dieser Längsschnittstudie beteiligt, an dieser großen bundesweiten Studie, die sich Bundestagswahlen von 2009 bis zur kommenden Bundestagswahl genau anschaut. 2009 war der absolute Tiefpunkt mit 70% Wahlbeteiligung Bundestagswahl. 4 Jahre später war es schon wieder ein bisschen mehr und die gleiche Tendenz sieht man bei anderen Wahlen auch. Was tut sich denn da? Also ich würde sagen, wir müssen das mal abwarten. Es ist eher eine Stagnation auf sehr niedrigem Niveau als eine Erholung. Jetzt gerade bei der Bundestagswahl muss man auch sehen, das Nichtwahlthema war omnipräsent. Die SPD hat versucht, einen expliziten Nichtwähler-Wahlkampf in den letzten Tagen, wir brauchen dich, zu führen. Es gab in allen Haushalten, glaube ich, eine ganze Extra-Beilage der Bild-Zeitung, die also versucht hat zu mobilisieren. Und angesichts der politischen Konstellation könnte man fast sagen, naja, dafür ist der Anstieg relativ gering. Ich würde es sehr hoffen, dass wir so eine Art von Bodensatz erreicht haben, unter denen es nicht weitergeht. Aber ich befürchte, dass in einer anderen Situation mit weniger Mobilisierung, mit einer sehr langweiligen Wahlkampf, ohne es auch wieder nochmal um 5, 6, 7% abbrechen könnte. Und die Tendenz geht eher ist rückläufig. Gary Schall. Ganz kurz, ich würde in einem Punkt Sigrid Rostfeutscher komplett zustimmen, wir sollten nie über goldene Zeitalter reden, das hat es weder für die Demokratie noch für die Parteiendemokratie gegeben, aber ich glaube, das lenkt auch von dem Argument ab. Das Argument, das ich zum Schluss bringen will, ist, dass ich glaube, wir haben zu wenig, nennen wir es mal, institutionelle demokratische Fantasie. Die Aufgaben, die Parteien haben, die Sie gerade besprochen haben, sind natürlich historische. Und da stimme ich Ihnen zu, wir müssen etwas weiter in die Zukunft gucken und würde das gerne an 2 Beispielen darstellen, ganz knapp. Das erste, ich bin überzeugt davon, dass sich Interessen weiter organisieren werden. Und das wird in einer Netzwerkgesellschaft leichter funktionieren als sozusagen in einer analogen Gesellschaft. Nennen wir diese Organisationen, die sich dann spontan bilden, Parteien oder nicht? Sind NGOs, die mehr politische Verantwortung haben, sozusagen parteiähnlicher oder werden die Parteien sozusagen NGO-ähnlicher? Also mit anderen Worten, wir werden es mit Strukturanalogien zu tun haben, weil sich Interessen vermutlich organisieren, ja? Und dann müssen wir einfach nur fragen, wie unterscheidet sich das? Durch die rechtliche Verfasstheit, durch die Abwählbarkeit? Also das ist das eine. Und das zweite, was ich noch viel spannender finde, ich arbeite an computergesteuerten Verfahren zur automatischen Texterkennung. Also das, was die NSA macht. Nur mit viel weniger Geld und nicht so erfolgreich. Ein Beispiel, ja, eine große deutsche Institution kam auf mich zu. Wir haben folgende Idee durchgespielt.
Warum brauchen wir Umfragen, wenn wir Folgendes machen könnten? Wir sammeln die deutschen Twitter-Meldungen, wir sammeln die deutschen Facebook-Meldungen, wir können automatisch probieren, daraus Themen zu destillieren, wir können Themenverschiebung schon heute destillieren, ich kann auch heute schon Argumente aus Texten vollautomatisch identifizieren. In dem Augenblick, in dem wir keine Bevölkerung mehr haben, die deliberieren will, ja, sondern die sich sozusagen an vielen unterschiedlichen Orten in Foren austauscht. Das Ganze wird sozusagen aggregiert in das Thema des Tages, positive, negative Bewertung. Und dann haben wir darüber ein Meta-Bewertungssystem, in dem wir bestimmte Argumente mit 1 bis 5 bewerten und das geht dann in die nächste Ebene. Kann ich mir vorstellen. Ja? Das erscheint uns heute vielleicht noch sehr unangenehm. In 20 Jahren könnten wir das als sozusagen demokratischen Fortschritt denken. Und das wäre dann eine ganz andere Form von komplexer Demokratie. Und ich glaube, dass vor dem Hintergrund einer immensen Zunahme von Informationen, die wir als Bürger verarbeiten müssen, automatische Informationsaufarbeitungssysteme durchaus kommen könnten. Ob wir das wollen oder nicht, ist eine Frage unseres demokratischen Selbstverständnisses, ja? Aber die kommen garantiert. Und dann können wir fragen, wie sieht die Demokratie dazu aus, die wir haben wollen. Und deshalb vorhin mein Hinweis, diese Prozesse dürfen wir nicht über uns kommen lassen, sondern müssen sie steuern. Und dementsprechend müssen wir sie so ernst nehmen, dass wir sie frühzeitig steuern können. Sie haben jetzt schon die Schlussrunde eingeleitet angesichts der Uhrzeit, völlig zu Recht. Aber eine Frage, eine Antwort sind Sie noch schuldig auf die Frage von Bastian Bergerhoff. Wie macht man das mit der Außenpolitik dann, wenn die Politik so organisiert wird, wie von Ihnen vorgeschlagen? Da stimme ich dir zu. Ich glaube, Selbstorganisation ist nicht alles. Ich habe auch nicht gesagt, dass es keine Parteien geben wird. Also vielleicht irgendwann mal, ja. Aber es ist ein Mehrebenensystem von unterschiedlichen quasi Regierungsformen und die Zivilgesellschaft ist natürlich nur eine, ja. Und ich glaube auch, dass dieses Moment von Verantwortung, Verantwortungsattribution weiter wichtig ist. Deshalb kann das nicht komplett selbst organisiert sein, ja. Aber vielleicht, das war ja auch bloß mein Argument, das eine wird ein bisschen in den Vordergrund geschoben, das andere ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und der Rest war ja Fantasie auf Basis sozusagen meiner wildesten Textmining NSA-Fantasien. Herr Bergerhoff, ich muss, wenn Sie jetzt Ihr Schlussstatement geben, noch eine Frage mit reinbringen, weil die, sozusagen, sie liegt so in der Luft und sie ist den ganzen Abend noch nicht vorgekommen, die Frage der Personen. Man hat sich ja auch große Hoffnungen gemacht, die politische Beteiligung zu verbessern, dadurch, dass Personenwahlen, zum Beispiel bei den Bürgermeisterdirektwahlen, eingeführt werden. Die Wahlbeteiligungen sind erschütternd niedrig. Warum hat denn das nicht funktioniert? Also bei den Personenwahlen, bei den Oberbürgermeisterwahlen würde ich sagen, weil da tatsächlich jenseits der Person auch nichts mehr gewählt wird. Also der formalisierte Einfluss eines Oberbürgermeisters, der ist halt höchst mäßig. Der kann unheimlich viel schlechte oder gute Laune verursachen im Magistrat oder auch außerhalb bei den Menschen, aber er kann formal nicht so wahnsinnig viel, zumindest nicht in Hessen. Und das macht es, glaube ich, deutlich uninteressant, sich an der Wahl zu beteiligen. Es kommt natürlich dazu, dass, und das ist vielleicht auch aus grüner Hinsicht natürlich interessant, jetzt gerade unsere Anhänger, sage ich mal so einnehmend, oder auch FDP-Anhänger haben bei Personenwahlen typischerweise das Problem, am Ende gewinnt eh keiner von ihnen. Ja? Sondern es gewinnt immer entweder ein CDUler oder ein SPDler, wenigstens ist das bisher oft so. Und möglicherweise senkt das auch das Interesse an der Wahl, wenn man eh weiß, dass sein eigener Herzenskandidat nicht durchkommt. Wenn das sozusagen die Frage beantwortet, dann Schlussrunde fällt mir jetzt offen gestanden schwer. Ich kann den Abend nicht ohne eine polemische Retourkutsche beschließen. Herr Schaal, verzeihen Sie es mir, aber die Erzählungen von der automatisierten Trendauswertung und so. Vielleicht hätte ich das vorher sagen sollen, ich arbeite bei der Deutschen Telekom und bin insofern sozusagen beruflich mit Online relativ viel beschäftigt. In Klammern nicht bei denen, die Strippen ziehen, die gibt es ja auch noch. Das gibt es natürlich alles in Unternehmen schon. Ja, also dieses Social Media Trending und so kann man auch kaufen, muss man auch nicht bei der NSA kaufen, gibt es auch bei Oracle und so. Aber ich möchte nicht. Also meine Assoziation war George Orwell. Na, und wenn wir es irgendwie schaffen, noch eine Attributierung von Verantwortung dazu zu kriegen, okay.
Und sicherlich wird sich ganz viel in die Richtung sowieso tun. Und Sie haben natürlich völlig recht, man muss es steuern und diskutieren und nicht einfach geschehen lassen. Aber eine Welt, in der sich sozusagen Trends so zusammensetzen und dann eine nicht mehr richtig greifbare Instanz sagt, okay, irgendwie ist die Mehrheit jetzt der Meinung, der Kandidat ist raus, ja, Germany's Next Topmodel mäßig, das finde ich nicht, find ich nicht attraktiv, aber bleibe gerne im Gespräch darüber, um es zu verhindern im Zweifel. Das vielleicht als Schlusswort. Frau Dr. Siri, als Herr Schaal gerade sein Modell entworfen hat, haben Sie mir zugeflüstert, Todesstrafe. Was wollten Sie mir damit sagen? Ich wollte, also, ich bin immer so skeptisch gegenüber der Idee, dass es diese Weisheit der vielen in dem Sinne gibt. Also wenn man sich so Umfragen anguckt, also oder wenn man sich anguckt, es gibt so eine schöne Studie von der Friedrich-Ebert-Stiftung darüber, dass 30% der Menschen in Deutschland rassistische Ideen im Hinterkopf haben. Durchaus auch Sozialdemokratinnen, Grüne, viele andere. Also das ist nicht nur die AfD-Wählerschaft, die ja auch nicht bei 30% liegt. Also ich habe da immer so ein bisschen Sorge, wie, also so Stimmungsbilder dann, also man kann dann von einmal, ja, ob das so sinnvoll wäre und ob das auch zum europäischen System oder zu europäischen Parteiensystemen passt, also in den USA, in den großen Kampagnen haben wir ja fast eine Vollerhebung inzwischen und da ist es dann tatsächlich so, dass jeder kleine Satz in jeder Rede getestet wird und geprollt wird. Es wird dadurch nicht unbedingt aufregender und dann bräuchten wir wahrscheinlich wirklich die Wahlpflicht, um die Leute noch zum Wählen zu bringen. Und ich glaube eben eine Herausforderung oder die Herausforderung für die deutsche Partei oder für die deutschen Parteien oder auch vielleicht für die linken deutschen Parteien wird ja sein, sich mit den jetzt sich auch etablierenden rechtspopulistischen Kräften auseinanderzusetzen und da Antworten zu finden, die sich ja nun zumindest also mit der AfD für eine Weile gehalten haben. Es ist auch nicht ganz unwahrscheinlich, dass sie noch weiter da sind. Es gibt jetzt auch die Partei Die Rechte, die zumindest kommunalpolitisch ja sehr stark aktiv ist. Und da denke ich tatsächlich, dass es nicht so sein soll, dass sozusagen der Bodensatz nur noch von denen adressiert wird, die sozusagen dann eigentlich sich als Antipolitik oder Anti-Establishment-Parteien begreifen und ja, also ich glaube, das ist die große Herausforderung. Insofern werde ich weiter darüber nachdenken, ob wir Wahlkabinen vor Lidl haben sollten. Wohl wissend natürlich, dass sie da nicht alle unbedingt so wählen, wie ich persönlich mir das vielleicht dann als Bürgerin, ich bin ja nicht nur Wissenschaftlerin, bin ja auch Bürgerin, das wünschen würde. Ja, danke. Frau Professor Rostdeutscher, Sie haben die Chance, das perfekte System der Politik uns jetzt vorzustellen in Ihrem Schlussstatement. Wie sieht es denn 2050 aus? Verraten Sie es uns. Da werden wir auch in 100 Jahren noch drüber nachdenken, weil das perfekte System. Mein Schlussstatement würde sich eher darauf beziehen, dass ich gar nicht glaube, dass die Krise der Parteien im Moment das größte Problem ist, mit dem wir uns rumschlagen sollten, sondern eher die zunehmende Zweiteilung der Gesellschaft in Menschen, die hochaktiv sind, die jede Partizipationsform nutzen, vom Wählen angefangen, die auch die Ersten sind, die lauter schreien und noch mehr Partizipationsformen haben wollen, und solchen Menschen, die gar nichts machen. Und es gibt auch empirisch fast keine Person, die diese alternativen Partizipationsformen macht und nicht wählen geht. Das Wählen ist die Basis. Darauf kann man dann andere Formen geben. Und was mit dieser Zweiteilung in aktive und passive einhergeht, ist eben diese zunehmende soziale Ungleichheit. Es sind diejenigen, die privilegiert sind, die aktiv sind, und die wenig Privilegierten sind es nicht mehr. Und die sind eigentlich genau die, die am ehesten die Hilfe der Politik auch bräuchten. Damit einhergeht auch eine physisch sichtbare Segmentierung. Sie müssen durch Frankfurt laufen und Sie können sofort erkennen, hier ist ein Hochwahlbezirk und hier ist ein Stadtteil, da wählt fast niemand. Und so ist ein Teufelskreis im Gange, dass die Menschen, die in Politik affinen, Politik nahen,
Hochgebildeten im Umfeld wohnen, wo alle anderen auch über Politik reden, wählen gehen, sich immer wieder weiter verstärken, wohingegen in anderen Gebieten es in den sozialen Netzwerken, in den privaten Netzwerken, auf der Straße überhaupt Politik nicht mehr gibt. Das mag gar keine Bösartigkeit, das mag kein Abstoßen der Politik sein, das ist komplett politikfern. Und da müssen die Parteien reagieren und da müssen sie rein. Und das geht nur physisch, face to face, an die Türen klopfen, präsent sein und politische Gespräche anzetteln, damit überhaupt die Politik wieder in die Köpfe dieser im Moment aus dem politischen Diskurs entfernten, physisch erkennbaren Ballungsgebiete von Passivität gelangen. Ja, ganz herzlichen Dank. Und Ihnen muss ich das ja nicht sagen, politische Gespräche können nicht nur die Parteien führen, politische Gespräche können wir alle führen. Es handelt sich ja bei den Besuchern heute hier um den Teil, der hoch interessiert ist und dazu in der Lage ist, auch andere mitzunehmen auf diesem Weg. Ich glaube, wir haben viele tolle Impulse, interessante Informationen und Argumentationen heute gehört. Mir hat es jedenfalls viel mit auf den Weg gegeben. Ich bedanke mich für Ihre rege Beteiligung und den Diskutanten hier oben ganz besonders. Vielen Dank. Vielen Dank auch der Heinrich-Böll-Stiftung und Herrn Zwengel für die Organisation.